Wer möchte denn bitte erzählen, was los war? Ich war letztes Mal. Ines. Sich jemand freiwillig gemeldet? Maybe. Nein, also Wer er. denn? Aber da war wohl jemand auch nicht ganz anwesend, ne? Ich war gar nicht anwesend. Deswegen, also. Ich war nur im Stream mal ein bisschen kurz drin. Das wäre zwar eine perfekte Meldung gewesen, aber leider von einer falschen Person. So, ich brauche jetzt einen Freiwilligen, sonst muss ich würfeln. Also ich kann anfangen. Ich habe Spinnenbezirz. Also den ich Rest kann müssen wir ergänzen. Gerne erziehen. Ah, du machst, okay. Nun, als wir uns auf den Weg zurückgemacht hatten von den bösen Bierfässern, um weitere Gänge zu erkunden, trafen wir einen Eingang auf sogenannte Rostmonster, die sich um einen Helm gestritten haben, und wir haben diese Ablenkung dazu genutzt, an ihnen vorbeizuschleichen und sind dann in einen Raum voller Spinnweben und Spinnnetze gestoßen. Und als sich Miusa in diesen verheddert und gefragt hat, sind die Wesen aufmerksam geworden, die diese erschaffen haben und dorthin gehängt haben. Und unser unglaublich charmanter und talentierter Kiran hat es geschafft, die Spinnen mit, wie er selbst sagt, irgendwelchen Unsinn zu überzeugen, uns nicht zu fressen, da wir nicht gut bekömmlich für diese Spinnen seien, aufgrund unserer Giftigkeit. Und die Spinnen haben sich dann dazu entschieden, dass wir Freunde sind, wenn wir ihnen Futter vorbeischicken. Und Kiran als sehr überzeugende Person meinte, dass er dies tun wird für Leute, die wir nicht leiden können. Also beziehungsweise Leute, bei Leuten, die wir nicht leiden können. Wir haben noch ein bisschen weiter andere Gänge und Räume dort untersucht und einen magischen Ring gefunden. Und zwar der Ring des Schwimmens. Und wir haben uns dann weiter nördlich dieser Ebene begeben und trafen am Ende auf einen Raum von einem ehemaligen Schüler oder Magier unter Alistair, der an seine Zimmertür geschrieben hat, dass nur Alistair diesen Raum betreten darf. Und Miusa hatte zu viel Angst, diesen Raum zu betreten, also hat Marlies das getan, weil sie ihren Forscherdrang nicht innehalten können. Und dort drinne war ein alter, nicht vollendeter Zauberkreis, also beziehungsweise Teleportationskreis. Eine Kiste mit einer magischen Falle, die unser Kiran entschärft hat. Und ja, wir nur erfahren haben, dass der ehemalige Schüler ein oder Magier ein Alkoholiker war und seinen Rentenfonds nicht dafür ausgeben sollte, den in Bier umzusetzen. Okay. Und danach haben wir uns zu einer langen Rast aufgemacht. Und wir haben einmal kurz gegen Küchenutensilien gekämpft. Okay. Genau, nicht so weit. Okay, so Entschuldigung, ja. Wir wollten eine Longrest machen. Wir wollten hier raus. Ihr hattet überlegt, eine Longrest zu machen, ja? Genau. Waren alle soweit damit einverstanden, oder? Ja. Ich habe gerade keinen.
Achso, Reminder Ende bei der Long Rest. Genau, okay, ja, genau. Wir wollten mit der schon, dass ihr die schon durchgezogen hattet. Wir wollten damit. Okay, genau. In der Long Rest wäre ich halt mit Miriel und Kiran noch shoppen gegangen. Ich brauche neue Kleidung. Mhm. Irgendwie zerreißt meine Kleider ständig, deswegen einmal zur Reparatur geben und so. Ja, könnt ihr auch neue Kleider. Ja, das ist ja gar kein Problem. Marlies hat genügend Wechselkleidung wahrscheinlich zu Hause. Kann kurz was gucken. Was ist das denn? Welche Kleider? Guck, Adventurous. Ah, 10 Gold. Passt. Okay. Ja, dann könnt ihr Sachen kaufen, verkaufen, das ist alles gar kein Problem. Ob ich was kaufen wollen, jetzt muss ich nur kurz nach dem Preis gucken. Das könnt ihr mir dann gerne auch schreiben, so das machen wir dann. Wenn ihr es gekauft habt, habt ihr es halt schon dabei. Ich würde halt trotzdem gerne schon im Dungeon dann weitermachen, wenn ihr jetzt außerhalb des Dungeons nichts wirklich Relevantes machen wollt. Ihr könnt natürlich gerne mal nach Gerüchten mich wieder. Das wollte ich gerade sagen. Ihr könnt natürlich gerne einmal, wenn ihr da den Abend in der Taverne verbringt, noch jeder noch einmal nach Gerüchten umhören. Das heißt, jeder von euch darf sich gerne wenn ihr versucht, Gerüchte zu erlauschen, einen Wahrnehmungswurf machen. Wenn ihr versucht, Leuten welche rauszukitzeln, gerne auf Überzeugen. Ja, Moment. Ich probiere direkt meine neuen Kleider aus. Leisten könnte ich es mir, glaube ich, wenn ich gerade mit Umrechnen richtig bin. Leisten könntest du dir was? Eine Blutquellfiole plus 2. Ups, wie soll ich den Vorteil haben? Ich lasse auch wieder Geld in der Taverne. Die ist rare und kostet 5k. Ja, wäre tatsächlich machbar. Dann ziehe ich mir das Geld dafür ab. Das rechne ich gleich kurz um, ich muss die Platinmünzen umrechnen. Es müssen 500 Platin sein, ne? Ja. Lass mich mal gucken. So, 1, 2, 3, 4. Okay, Miriel, du kriegst nichts mit auf jeden Fall. Marlies, du hörst auch eine Kleinigkeit. Da muss ich gleich würfeln für. GM-Roll. So. Ja, du kannst auch. Ja, genau, das. Nein, das machst du auch. Du kriegst keine neue Schweine, die wird einfach nur gut, dann aufgewertet. Ist die wahrscheinlich etwas billiger? Nein, das ist. Nein. Da weil meine neue ist ja 5000. Das ist schon richtig, aber das Material ist nicht teuer. Das ist der Zaubereffekt, der drauf so teuer ist. So. Na gut. Passt. Könntest, schon. Ja. Wir verrechnen das heute auch nicht. Dann. Also, doch. Nee. Weil du könntest auch eine neue, die verkaufen, eine neue bestellen, aber das dauert ein bisschen, bis die ankommt. Okay, also, die anderen zwei haben nicht gewürfelt, also gehe ich davon aus, dass ihr euch nicht umhören wollt. Nee, ich höre mich nicht um. Alles gut, ich wollte das nur nochmal sicherstellen. Dann, ich habe gesagt Marlies, ne? Ja. Marlies, du kriegst Folgendes mit. Ey, Moment, ich muss meine Bio aufmachen, weil wir sollen ja mitschreiben und was wir nicht schaffen mitzuschreiben. Richtig, wenn ihr schon was gehört habt, dann sagt mir das bitte auf jeden Fall, weil weil ich mir jetzt Notiz dran mache, habt ihr schon gehört. So. Ich hab schon eine Info. Ja, machen wir gleich. Das machen wir dann, sollte es sich doppeln, ist egal, weil ihr kriegt dann, wenn es sich doppelt, kriegt ihr dasselbe mit, aber dann brauche ich es nicht immer und immer wieder vorlesen, darum geht's. Geheime Tempel gibt es im Undermountain zuhauf, vor allem die der bösen Götter, die in der Stadt oben nicht willkommen sind. Die abscheulichen Diener dieser Gottheiten liefern sich in den dunklen Gewölben einen endlosen Krieg um die Vorherrschaft. Insbesondere Lolf ist eine der Drahtzieherin hinter diesen blutigen Konflikten.
Dann, Musa. Ja. Du hörst Folgendes. Tief im Undermountain befindet sich eine riesige Höhle mit einem gigantischen Stalagmiten, der ausgehöhlt wurde, um als Turm für einen Zauberer zu dienen. Vielleicht sogar als Zuflucht für den wahnsinnigen Magier selbst. Der Turm wird vom Steinkonstrukten bewacht. Niemand weiß, was in ihm haust. Nicht weit von diesem Turm entfernt lauert eine höchst merkwürdige Kreatur. Eine riesige Schnecke mit einem Gehäuse aus purem Gold. Aus purem Gold? Die Schnecke ja. Oder das Schneckenhaus? Das Schneckenhaus. Okay. Dann noch Kiran. Du bekommst sogar bei dem Wert sogar 2. Ja, ich würde mir mein neues Kleid anziehen und würde dann wahrscheinlich ein paar Tavernenwirte bezirzen gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde mich noch von Musa und Miria, wenn sie so nett wären, schminken lassen. Ja, wird gemacht, erledigt. Das erste. Nein, also ich mach... Miria sagt nein. Ja, ich mach schon. Sie macht schon, genau. Okay, das Meer der Schwerter hat schon viele Piratenschiffe beherbergt, aber keines davon war seltsamer als die Scavenger. Dieses Schiff konnte unter den Wellen und durch die Luft reisen. Seit Jahren hat es niemand mehr gesehen. Vielleicht ist es gesunken oder im Sternenwirbel des Nachthimmels verloren gegangen. Aber Erkenntnismagie liegt nahe, dass es seinen Weg nach in den Undermountain gefunden hat. Andere haben es unterhalb von Waterdeep gesucht, aber bisher hat es niemand gefunden und lebt noch, um die Geschichte zu erzählen. Und... das nächste, die Shadow Dusk oder Schattenmantel, das ist glaube ich auf Deutsch, ne? Waren ein Adelsgeschlecht aus Waterdeep, dessen Streben nach politischer Vorherrschaft vor Jahrhunderten endete. Nachdem die Zauberer aus diesem Adelsgeschlecht Portale zum fernen Reich geöffnet hatten. Vom Wahnsinn gepackt und aus ihrer Heimat vertrieben, suchten sie Hilfe bei Hallaster und versanken in den Tiefen des Undermountain. Um nie wieder gesehen zu werden. Doch Spuren des Adelshauses sind zweifelsohne noch vorhanden. So. Okay. Diese Infos teile ich natürlich mit meinen wunderbaren neuen Freunden. Mit meiner besten neuen Freundin, Miriel. Okay. Traumhaft. Meiner zweiten besten neuen Freundin User. Das war ein Spaß. Und mir kurz mehr Kontext liefern, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Geheimnisse haben wir. Gerüchte. Oder Gerüchte. Erfahren. Mein hier Gerücht. Unten oder sind wir hochgegangen? Ihr seid oben. Das ist jetzt gerade das, was in der Longwest passiert. Ich nicht mitgekriegt. Das okay, ich nicht mitgekriegt. Wolltest du dich auch nach Gerüchten umhören? Ja, ich stelle mir gerade die Frage, warum wir überhaupt hochgehen, aber okay. Wegen der Longrest. Ja, Longrest. Weil wir fast 8 Stunden im Dungeon waren und dann ist so ein Adventure-Tag rum. Und 3 Leute wollten schießen gehen. Ich hätte mich auch umgehört. Ja, dann machst du entweder überzeugen oder Wahrnehmung. Was könnte besser? Eindeutig das. Okay, du kriegst auch 2. Was? Bei einer 30? Ich weiß ja nicht. So, nee, das ist das falsche Dokument, was ich hier aufhabe. Das erste ist das. Wie gesagt, wenn man schon was doppelt hört, dann ist das jetzt so, dann nehmt das einfach hin. Ihr werdet ab sofort nichts mehr Doppeltes hören dann danach. Weil ich nicht mehr weiß, was ich euch schon gegeben hatte. Hallaster brachte 7 Lehrlinge mit in den Undermountain. Eine von ihnen, Nesta, wurde zu einem Lich, indem er Zaubersprüche und Methoden benutzte, die er selbst erfunden hatte. Doch der Prozess war fehlerhaft und mit der Zeit zerfielen Nestas Phylakterien... Es ist ja auch übrigens deswegen interessant, weil wir auf jeden Fall einen dabei haben, der die noch nicht gehört hat, also, ne? Okay. Und zerfielen Nestas Phylakterien und seinen Körper, bis nur noch sein schwebender Schädel und seine skelettartigen Arme übrig blieben.
von seinem Versagen, das wahre Lichsein zu erlangen. In den Wahnsinn getrieben, suchte Nesta den Undermountain weiterhin in dieser geschwächten Form heim. Ha! Weil deswegen lese ich nämlich alles noch einmal vor, weil so zumindest wirklich alle das einmal gehört haben dann. Auch wenn die anderen vielleicht eins schon gehört haben, so wie das von Nesta. Ich habe Nesta gelesen und wusste sofort, ach, das hatten wir schon mal. Und dann, hörst du noch? Schädelhafen überblickt den Fluss Sargauf, eine Wasserstraße, die dritte Ebene vom Undermountain durchquert. Piraten benutzen die unterirdische Siedlung einst als Handelshafen. Aber jetzt ist sie ein von Monstern verseuchter Ort, an dem Spione und Meuchelmörder ihr Handwerk verfeinern. Hüte dich vor der Festung, die den Fluss überragt. Ihre Garnison wird von einem bösen Ritter mit einem Wyvernreittier befehligt. Schickst du mir das bitte? Ich konnte das gerade nicht mitschreiben alles. Ja, ist okay. Ich schicke euch das einmal. Ja, dir, das ist okay. Aber ich möchte das ja aufschreiben und dann ist es ja doof. Ja, ich schmeiß das einmal so rein. Übrigens ist das eine schlechte Übersetzung, weil ich tatsächlich das einfach nur mal schnell eben in den Übersetzer geschmissen habe. Alles gut, Hauptsache wir haben was. Ich überlege, brauchen wir noch etwas Besonderes? Oh so. Nee, ich hab ja keine Einstimmung mehr, da war ja was. Mal eben ganz kurz zu meiner Tochter, bin gleich wieder da. Ich bin ja schon auf 3 Items eingestimmt. Ich suche gerade Kleider raus, die eventuell zum Iriel passen würden. Das zum Beispiel nur in einer anderen Farbe. In einer Art Dunkelblauton. Ich lasse mal so zwei Gegenstände und eine Person eingestimmt. Das da wäre. Das klingt ein bisschen doof. Emilio, kannst du deine Meinung dazu gerne auch sagen, schreiben? So. Okay, weiter geht's. Ach, jetzt schon wieder der Chat, schon wieder nicht mehr so richtig. So, ich hasse das gerade. Ihr geht wieder runter. Das heißt, ihr müsst alle wieder eine Goldmünze zahlen, wenn ihr runter wollt. Ihr hattet fürs Hochfahren auch eine Goldmünze euch abgezogen, richtig? Ja. Ja, habe ich schon. Und eine für die täglichen Kosten. Genau, tägliche Kosten. Genau. Wichtig auch nochmal, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hätte. Jedes Mal, wenn ihr hochfahrt und jedes Mal, wenn ihr runterfahrt, müsst ihr eine Goldmünze zahlen. Pro Person. Also nicht mehr kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, die Gruppe hat insgesamt noch so viel Geld, dass wir das... Ist egal, es geht darum, dass die Information geteilt worden ist. Und das wollte ich mir nur gerade machen, um eben sicher gehen. Aber ich habe gerade keine Reaktion bekommen. Ja. Habe ich dran gedacht, habe ich die Leute erinnert. Noch bevor der Stream gestartet hat. Mir geht das Gold aus. Du scheiß Lügner. Ich hab noch knapp 12.000, wenn ich's umrechne. Scheiß Lügner. Okay, ihr geht zurück in den Dungeon. Was wollt ihr jetzt machen? Wir haben ja noch 2 Türen. 2-3 Türen. Ja. Weil wir suchen immer noch einen Schlüssel für gewisse Herren. Ja. Stimmt. Ist die Frage, welches zuerst? Dann da oben. Da oben. Ich schalese mich ein in den Raum. Ich würde horchen. Mach mir mal Wahrnehmung. Und mich auch wieder auf... Genau. Wenn wieder Fallensucher dabei sind, dann machen wir bitte mal wieder einen Wahrnehmungswurf für die nächste Stunde in dem Dungeon. Ja. Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Mama kauft ein. So. Du hörst nicht viel.
Nicht viel heißt, ich höre was. Du hörst immer irgendwas. Also man kann nie nichts hören. Dreh mich um. Wallis, du atmest zu laut. Tut mir leid. Es war ein Scherz, ich höre dahinter nichts. Dann würde ich die Tür öffnen. Machen wir mal einen Athletik-Check. Oh Gott, please. Ah. Ah, dann möchte ich gerne. Nee, ich lass ihn. Du kriegst die Tür nicht auf. Dann möchte ich einmal, dann sage ich einmal, geht mal bitte zur Seite. Geht die nicht auf von wegen, die ist verschlossen oder dahinter ist was? Die ist blockiert. Du kriegst die so ein Stück bewegt und dann... Okay, dann sage ich, geht mal bitte zur Seite. Würde mein Schild einmal wegstellen und würde dann einmal mit Anlauf dagegen springen wollen. Athletik-Check. Da setze ich jetzt meine Inspiration für ein. Es kann nicht sein, dass ich so niedrig mit einer plus 7 würfel. Ist sie auch davor Guidance? Stimmt, oder? Das brauchst du aber nicht mehr, weil das reicht jetzt schon. Das reicht schon. Wenn du versuchst, die Tür aufzudrücken, das geht nicht. Gehst einen Schritt zurück, das halt mal kurz, rennst da mit voller Wucht mit deiner Schulter gegen und dann bricht dahinter, merkst du auf, dass das knackt einmal. Die Tür springt auf, du kannst sehen, dass die mit Möbeln, also mit Stühlen und Tischen zu verbarrikadiert war von innen. Und ich reveale euch einen Raum. Ja, der Arm wird, also die Schulter wird kurz gehalten, sie einmal hoch, so halbwegs wieder mit einrenken. Das hat wehgetan. Okay. In dieser Mitte von diesem Raum steht eine lebensgroße, ja, Puppe, könntest du sagen, weil sie besteht aus Holz und Segeltuch. Sie sieht aus wie Hallastar und arbeitet an einem Tisch. Mein Schild wird genommen. Guckt er irgendwie in meine Richtung noch oder nicht, so? Noch nicht. Er hat zwar hingeguckt, aber geht jetzt wieder, kontrolliert sich weiter auf seine Sachen. Hol mal meine Leute ran und zeig in die Richtung. Zwischen den Böbeln vorbeischauen. Ja, man guckt nur so um die Ecke. Dürfte ich kurz? Oder Kiran möchte ihn über reden, ob wir uns hier ein bisschen umschauen möchten. Ihr seid jetzt vor ein Wort gewangen, da junger Herr. Kiran, träumt ihr schon wieder? Ihr seht, wie Galma schon was sagen will. Nein, Galma. Nein. Marvin? Gibt's da technische Probleme? Nee, Mückenprobleme. Achso, weil Mutze gerade angesprochen wurde. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Er träumt gerade, wie er uns beide flach liegt. Nee, das habe ich auch so gesagt. Ich guck Kiran so an. Kiran, träumt es schon wieder? Also von die Augen, so, hallo? Ah, vergiss es. Malis, sonst macht ihr. Guten Tag. Keine Reaktion. Woran arbeitet ihr denn da Feines? Darf man sich das mal anschauen? 15. Oh, doch, tatsächlich. Muriel ist nah genug dran. Muriel, als du den Raum da betrittst, wo du jetzt bist, ne? Dreht die Puppe sich kurz zu dir hin, schaut dich an und sie schreit dir ins Gesicht. Schrecklicher und schmerzhafter magischer Tod, Feuerbälle und Blitze, hinweg! Ich guck sie total verwirrt an. Ich tu nix. Ihr stört meine Arbeit, die hochwichtige. Verzieht euch, oder? Ich werde euch mit Blitzen und Feuersturm überziehen und eure Knochen braten.
Selbstverständlich. Ich schieb die Gruppe so ein bisschen nach hinten und mach die Tür wieder zu. Bevor du das machst? Ja. Ja. Das ist eine Puppe, oder? Ja. Ja. Ich würde gern was probieren. Ja. Ich möchte einen Zauberkasten. Ja, du stehst aber... Ich halte Abstand. Du möchtest Dispel Magic? Ja, auf die Puppe. Aha, aha. Aha. I mean, es ist eine Puppe. Wahrscheinlich lebt sie durch Magie. Ich muss mal kurz was lesen. Machen wir mal einen Arcana-Check. Okay. Den nehme ich an, habe ich nicht geschafft. Ich möchte einen Zaubereipunkt ausgeben. Ich weiß nicht, wie du bei einer 1 dazu darauf kommst, dass du nicht geschafft haben könntest. der Zauber. Ich kann nicht eigentlich Zaubereipunkt ausgeben, wenn ich ihn nicht habe. Der Zauber verpufft wirkungslos. Ich hätte immer noch meine Inspiration nutzen können. Hättest du. Aber du hast leider schon zu früh gesagt, dass du kannst, das nicht. Ja, du setzt ja ein, aber der DC. Ich sage dir, Ryan, der DC ist sehr hoch, weil du gegen Hallister dispellen willst. Er kann da theoretisch einen, laut Beschreibung einen Rettungswurf machen gegen. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Ich muss ja das mal rein. Ich weiß ja nicht, durch welchem Spell sie lebt. Nein, der Rettungswurf ist, dass du den machen musst, wenn du als Spell höheren Grades denkst. Und das ist richtig, weil du versuchst. Grad von deinem Wisdom, genau, Modifier Card oder Charisma, je nachdem, was du gerade nutzt. Genau, du machst den Check und das hast du gerade mit dem Arcana-Check gemacht. Für mich. Ja, klar, du hättest ja, du hättest dein, ja, du, stopp, genau, du kannst dein, stopp, natürlich war mein Fehler jetzt natürlich, du kannst natürlich, weil du ja Sorcerer, als du Sorcerer machst, musst du natürlich dein Charisma draufrechnen, das heißt, du hast, was hast du für auf Charisma-Modifikator drauf? 6. Was? Du hast keine plus 6. Ah, nee, ich Rettungswurf muss ich ja machen, oder? Nein, was hast du für einen Charisma-Modifikator? Dein einfacher... Bin ich gerade komplett verwirrt. Du hast... Charisma-Modifikator ist 3. Also hättest du hast du eine 16 gewürfelt und keine 14. Das reicht auch nicht. Okay. Danke, das wollte ich wissen. Aber ich glaube, wir können jetzt Initiative räumen, weil das war eine feindliche Handlung. Nö. Ich sag, es kommt keine Initiative. Wenn er gerade Zauber gewirkt wird und alles und dran. Ich würde mich versuchen, vorbeischleichen zu wollen. Mach mal Heimlichkeit. Ja. Würde ich gerne mit meiner Inspiration wollen. Bei mir das gerade. Okay, ja. Ich guck mal eben, was die für eine passive Wahrnehmung hat. Ja, hast du geschafft. Würde ich mich um sie herumschleichen wollen, um die Tür zu öffnen. Ja. Also du stellst relativ fest, dass sie dich irgendwie... sie scheint dich wahrzunehmen, aber sie scheint dich zu ignorieren. Und dann kannst du die Tür öffnen. Und jetzt? Das Bedürfnis, hinterher zu gehen. Die anderen können mich ja sehen. Ich mach Malis, nimmt ihren Finger, legt sie an die Lippen und winkt die Leute dann ran. Ja, ich würde den gleichen Weg gehen und auch versuchen, leise zu sein. Mhm. Um ihn nicht zu stören. Mhm. Oh Gott. Ja.
Also ihr könnt sehen, dass, also du kommst rein, das Ding, die Puppe reagiert so, vielleicht fängt an, dich zu beschimpfen und zu bedrohen, aber es passiert nichts weiter. Ja, dann sei ich einfach so, ja, ist okay, ich bin doch gleich schon weg. Und dann gehe ich hier rein. Warum gehst du da in die Wand? Hm? Warum bist du in die Wand gegangen? Wer? Du. Du. Nein, bin ich gar nicht. Doch, ich bin doch hier. Du. Hallo. Hallo. Okay, du warst bei mir in der Wand. Bei mir auch. Ja. Ja. Geht schon wieder. Also, okay. Ja, jetzt habe ich das mit Absicht gemacht, um zu gucken, ob ihr das seht. Opa hat gesehen, dass Mimosa da einfach durch ist. Die hat mich beleidigt. Ja. Und ich würde da jetzt einfach versuchen, nochmal durchzulaufen. Ja, kannst du. Okay, machen wir so. Wir hatten da gerade sein... Oh, ich hasse das, wenn diese Map diese Fehler hat. Von irgendjemandem sehe ich noch so ein Messfeld. Das ist von Wolfi. Diese 20, die du... Ja, diese 20 Fuß, meinst. 20 Kilometer. Ja, die 20 Fuß sehe ich auch von Wolfi rechts in der Ecke da. Ja. Wolfi, magst du nochmal eben irgendwas nachmessen? Hab ich schon. Komm, geht nicht weg, denn es ist nicht von Wolfi. Dein... Doch, das kam von ihrer Lauffunktion. Ja, die muss nochmal die Lauffunktion machen. Ah, okay, du musst sie nochmal laufen lassen. Okay. Ist egal. Jetzt ist es da. Es ist ein kleiner Teil. Okay, jetzt ist es weg. Es ist nur noch der Punkt da. Oh, der Punkt ist mir egal. Der Punkt stört mich. Weiter im Text hier. Ich würde einfach insgesamt sehr leise laufen. Also, ich weiß nicht, dass er mich sieht, weiß ich, aber ich würde trotzdem leise laufen. Du möchtest nicht schleichen, du möchtest normal durchgehen, so leise durchgehen einfach. Ich möchte halt darauf achten, dass ich ihn dabei nicht übermäßig störe. Mimael? Karte ein bisschen nach unten nimmst für den Stream. Oh ja, Entschuldigung, danke. Da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mein Fehler. Da sind wir wieder. Ja. Was macht ihr jetzt? Also ich bleib draußen und stör die Puppe nicht. Und warte, dass die Gruppe wieder rauskommt. Ich würde dich sehr ungeduldig angucken von der anderen Tür. Und dich herwinken. Kommst du oder muss ich dich erst holen? Ja, ich guck nur ungeduldig in die Richtung. Ja, und von drin kommt nur, kommt ihr oder muss ich euch holen? Ja, ich komme ja schon. Ich finde es ziemlich unhöflich, dass ihr die Puppe beim Arbeiten stört. Aber okay, dann komm durch. Okay. Wolfi, dein Warnungswurf für am Anfang, war der jetzt für Fallen oder war der für die Wände? Ich würfel einfach nochmal. Ich will nur wissen, auf was du achten wolltest. Ich will auf Wände achten. Okay, danke. Ich wollte nur wissen, was das war. Der Wurf, der kann ruhig stehen bleiben. Das ist kein Problem. Ich hatte nur vergessen, was du gesagt hattest. Oh, egal. Man guckt gerne immer nach Fallen. Ja, dann darfst du wieder tun wollen. Dann darfst du einmal Wahrnehmung würfeln und der gilt für die nächste Stunde in diesem Dungeon. Ich will auf Kiran vertrauen. Kiran! Deine guten Augen. Der Wurf ist... Weil ich notiere ja, das nicht eben. Und ich würde auch gerne dabei neben Mimosa laufen, wenn das Malis zulässt. Ja, Malis läuft sowieso weiterhin. Die Frage, ob Kiran läuft, wenn er vorne mit. Ich wollte gerade sagen. Der kann über den Zwerg rüberschießen. Der kann über den Zwerg gucken. Aber bitte Abstand, da hinten. Okay. Lass ich auch die ganze Zeit mit, ich ziehe mich momentan nicht mit, nur dass ihr es wisst. Ja. Okay. Der Top ist ganz schrecklich. Mit Klocken ziehen. Ja. Ist so. Eine Armlänge Abstand. Möchtest du, dass ich dir auf den Po gucke, wenn ich hinter dir laufe? Mir egal, ich sehe alle. Wollt ihr nach magischen Begebenheiten schauen oder soll ich das jetzt erstmal übernehmen? Das Ritual hätten wir ja bestimmt durchführen können, Nimael, oder wenn die da durchsuchen? Ja.
wenn wir hier in den Gang reingehen, während ihr gerade anfangt, also nachdem wir hier in dem Gang sind, ihr gerade anfangt, die Wände abzuklopfen, den Boden nach Pfeilen abzusuchen, würde Miriel, glaube ich, für Detect Magic ein Ritual halten. Genau. Wenn das okay ist. Das ist gar kein Problem, ich gemutet. Aber ihr müsst ja schon, wie Kludo schon sagte, ihr müsst euch immer überlegen, wenn ihr nach solchen Sachen Ausschau haltet, dann braucht ihr für einen Meter, den ihr lauft, auch 2-3 Minuten Zeit. Also es ist nicht so, dass ihr durchgehend einfach so durchlaufen könnt und guckt zu links, rechts, ach, da ist nichts, sondern da muss wirklich alles abgetastet werden, genau geguckt werden. Und für so einen Flur, den ihr da langlauft, da braucht ihr schon dann so 5 Minuten mindestens Zeit für, wenn nicht sogar 10, wenn alles genau abgesucht werden muss. Dann also, geht ne, das ja auf. Also habt ihr ja, ihr habt Zeit in der Detect Magic zu wirken, also deswegen, also. Ja. Okay, dann würde ich das machen. Und ich warte auch mit der Tür, bis ich ja, sie öffne. Ja, das ist aber keine Magie auf der Tür, das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, dann öffne ich die Tür. Okay, ich lese einmal rein, weil hier ist ja nichts drinne immer. Ja. Dieser Raum ist mit verrotteten Vorräten und Überresten einer Feuerstelle übersät. In den nordöstlichen Ecken liegen 3 Leichen von Grottenschraten und die Leiche eines... Moment, das muss ich mal ganz kurz mehr eben auf dem Englischen... Das ist halt scheiße übersetzt, da muss ich eben einmal direkt im Englischen nachgucken. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist das, was ich denke... Das kann doch nicht richtig sein, oder? Liegt das Ding da? Das einzig wahre war Steiner. Ah doch, genau. Da liegen 3 Grottenschrate und ein Intellektverschlinger. Verschlinger, ja. Ist das genau der von damals? Es ist so ein laufendes Hirn mit Beine, ja. Wo ich dumm wurde? Nein. Doch. Okay. Auch. Ja? Ja, doch, doch. Das war der, ich wollte gerade überlegen, doch, ja. Das war der, der dich dumm gemacht hat. Okay. Ich habe mich schon gefragt, ob sie schon, Muser, Entschuldigung, schon immer so war. Schnauze. Die einzig adäquate Reaktion. Ja, immer. Könnt ihr bitte gucken, ob das Vieh da tot ist? Tot, tot. Gleich gehe ich nur einen Stocher drauf rum. Einfach mit so einem Bolzen. Stocher ich das mal an. Ja, die sind alle tot. Wo sind die ungefähr, damit ich weiß, wo ich bin? Im Raum verteilt. Oh, hier stelle ich mich jetzt einfach hier hin. Wieso mit dem Bolzen? Ist tot. Philipp, ja, hättest du machen können. Kein Problem. Und jetzt ist wenigstens der Raum erleuchtet. Okay. Perfekt. Ja. Super. Du möchtest weiter gucken? Ich guck weiter. Meine Gruppe kann. Bin für Fußabstand. Ah, ich hab einen Verdacht. Mhm. Ich werde deinen Verdacht mal eben einmal bestätigen. Ich danke dir. Ich nicht, wie weit der Gang geht. Ich sag nur, alles klar, die verbinden sich da oben. Wie weit kannst du bitte gucken? Die Antwort ist ja. Sie kann einige Kilometer weit gucken. Gefühlt. Nein, dran. Weil der den halben Gang sieht. Nee, sie hat, sie hat als... Ach stimmt, eine Meile. Eine Meile konnte sie gucken, weil sie als den Adler als Totem hatte. Was hier in diesem... Eine Meile sind wie viele Fuß? Ich rechne es mal eben um in der Zeit. Also es sind knapp 1,6 Kilometer. Ich wollte gerade sagen, du musst mir überlegen, ich weiß, dass 50 Meilen pro Stunde 80 km/h sind. Also dementsprechend ist es über einem Kilometer auf jeden Fall. Ja, ja, ungefähr 1,6 kannst du grob sagen. Also du kannst grob, kann man das sagen, 1,5 Kilometer weit gucken. 5280 Fuß. Danke, das war meine Frage. Ach, in Fuß, okay. Ja, in Fuß, nicht in Kilometer. Ach so. Die Kilometeranzahl in dir. Ah, Mann, ja, ich bin durch. Ja, weil das nie zu tragen kommen wird. Ja, doch, irgendwann schon, wenn wir draußen sein sollen. Okay, Notiz an mich, ein 6000 Fuß großes Areal bauen. Ja, bitte. Ein langer Gang einfach. Ich sehe das Ende nicht. Einfach, damit ich sagen kann, du kannst nicht bis zum Ende gucken.
Genau. Einfach so ein gerader Gang und erst am Ende kommt eine Abzweigung. Ja, oder gar nichts, einfach eine Sackgasse dann. Okay. Oh. Laufen wir oben rum oder darum? Unten. Oben oder unten, genau, das ist wichtig für mich. Wahrscheinlich oben, weil wir ja nicht wissen, ob da eine Abzweigung theoretisch kommt. Doch, ja. ich kann es mir denken, aber ich bin oben lang gegangen. Gut, ja. Wir hätten ja nicht gewusst, ob hier was wäre. Genau, ich verstehe die Argumentation. Deswegen wären wir wahrscheinlich oben gegangen. Ja. Ich muss eben weiter runterscrollen, ich bin gleich soweit. Ich gucke auch weiter schön nach Fallen. Ja, ja. Wenn da Fallen sind, sag ich Bescheid. Ihr habt geworfen. Spätestens wenn die USA reintritt. Wie gesagt, der Wahrnehmungswurf, den ihr jetzt gemacht hattet, der gilt jetzt für eine ganze Stunde. In der Zeit braucht ihr nicht mehr zu werfen. Das ist quasi jetzt eure passive Wahrnehmung für eine Stunde im Dungeon. Oh, das ist okay. So. Wahrscheinlich treten die USA nicht eh gleichzeitig in die Falle. So, jetzt muss ich eben einmal lesen. Deswegen, genau. Der Gang zu dieser Kammer führt. Okay, ihr hört Musik. Es ist von einem eindringlichen Klang eines Cembalos erfüllt. Ihr seht in der Mitte ein Cembalo, das vollständig aus Knochen geschnitzt ist. Mit Fingerknochen von Menschen, Zwergen, Ogern und Halblingen als Tasten. Aus ihm erklingt düstere Musik. In die Nordwand ist ein einzelner Takt von Musiknoten eingeritzt. Sie sind schon verblasst und schwer zu lesen. Ja, ich komme sofort. Dein Detect Magic sagt Beschwörungsmagie um das Cembalo. Also ist das erhöht eine Aura von Beschwörungsmagie um das Cembalo und eine kleinere Aura von Nekromantie, die von etwas im Inneren des Cembalos ausgeht. Ah ja, genau, es ist eine Art Klavier. Ja, ich hab's mal schnell gegoogelt, weil ich auch neugierig war, was das ist. Jetzt Konflikt mit Malis und ihrem. Ich versuche die Melodie nachzuspielen. Du möchtest versuchen, diese Melodie nachzuspielen. Ist okay, du setzt dich an. Also, sobald du dich auf 10 Fuß näherst, verstummt das Ding sofort. Mach mir mal bitte einen Performance-Check. Ja. Kommt sofort. Malis, ich glaube an dich. Du schaffst das. Und ja, ihr hättet sie geilisten können. Hätte ich auch dann getan. Dementsprechend. Dann bitte noch den D4. Okay, das reicht. Eine 27 reicht. Uff. Du fängst an, das nachzuspielen. Es klingt auch gut. Und auf einmal am Ende macht es Klack. Und über diesen Tasten war ein dekorativer Schädel, der nun wegfällt, auf den Boden rollt. Und du kannst sehen, dass da etwas drinne liegt. Ich würde das mir anschauen wollen. Eine Zauberschriftrolle steckt da drinne. Kann ich den Zauber lesen? Ja. Es ist, ich muss kurz überlegen, welcher der richtige davon ist, weil ich hier wieder natürlich Übersetzung habe. Ich glaube, das müsste der sein. Nein, es ist Animate Dead. Ich mache gerade kurz Pause, meine Tochter gerade in dem Jahr rumknistern ist. Aber egal, dann müsst ihr jetzt mit dem Knister kurz leben. Ich knister selbst. So. Ja, du nimmst das? Ja. Gut. Weißt du, was lustig gewesen wäre? Das muss ich kurz spoilern. Hättest du diesen Check nicht geschafft, ne?
hättest du einen Konstitutionsrettungswurf machen müssen. Und hättest du den wiederum nicht geschafft, dann wären dir deine Hände so weggefressen worden, dass du noch, wären nur noch Skeletthände übrig geblieben. Ich bin froh, dass ich eine plus 10 auf Performance habe. Wie die Musik immer noch? Nein, wie gesagt, dadurch, dass da jemand rangetreten ist, hat's, ab da Moment hat es aufgehört zu spielen. Achso, und wenn wir wieder weggehen? Ihr seid noch nicht weggegangen? Ich würde mir aber ganz gerne nochmal die Noten dorthin hier an der Wand stehen. Ja, die sind gerne sehr schwer zu lesen. Machen wir mal einen Investigation-Check. Warum sind die denn schwer zu lesen? Weil die schon verblasst sind. Könnte da Mending helfen? Nein. Weil du nichts etwas, also mit Mending kannst du zwei Sachen wieder zusammenbinden, aber du kannst nicht etwas, was weg ist und fehlt, ersetzen wieder. Aber du kannst nichts Neues erschaffen damit. Das ist das. Ja, also du kannst das lesen und es ist halt einfach eine, so eine Melodie, bei dem Wurf ist das richtig gut. Das ist so eine Art Totentanz, wenn du so willst. Also eine Melodie, die man halt zur Feier des, der Toten gespielt hat. Was für dich sehr passend ist, halt, dass diese Melodie ein Widerspiel von der Vergänglichkeit als auch der Wiederauferstehung im Reich der Götter darstellt. Also quasi das Wiederauferstehen von Toten feiert. Ich würde mir die Noten gerne abpauschen. Und das wird aber schon eine Stunde dauern. Ja. Weil gesagt, weil die sehr schwer zu lesen sind. Aber das ist Wissen, das sonst verloren geht. Und das kann ich als Archäologe nicht zulassen. Ich sage es nur, dass du das sonst auch an die, damit das auch an die Gruppe weitergegeben werden kann, weil das dauert eine Weile jetzt. Malis? Ja? Wie lange braucht ihr? Eine Weile? Können wir uns darauf einigen, dass ihr zu einem anderen Zeitpunkt nochmal herkommt? Nein. Dann würde ich dir alleine lassen. Geil, was setzt dich hin? Ihr könnt euch weiter umschauen, aber das ist Wissen, das geht sonst verloren und das kann ich einfach nicht zulassen. Vor allen Dingen geht es auch hier um meine Berufung. Ich kann als Bade keine Lieder zurücklassen und als und mein archäologisches Herz erst recht nicht. Das ist Kulturgut, das sonst verloren geht. Und wir auch hätten, bevor wir das nächste Mal ausgehen sollten, nochmal herkommen. Es ist mein... Miri wartet ja auch darauf, die versteinerten Leute wieder zu beleben. Jetzt nicht. Wir können doch kurz warten. Kurz? Haben wir irgendwas heute noch vor? Ja, eventuell sogar auf die andere Ebene zu gehen. Eilt das? Ja. Warum? Erstens möchte ich den Schlüssel endlich finden, dass wir da, den wir da oben abgeben können. Zweitens möchte ich so langsam gerne wissen, was es mit meiner Vergangenheit auf sich hat. Ich verstehe dich, ich muss da auch noch jemanden umbringen, aber der rennt auch nicht weg. Und irgendwann will ich hier fertig sein. Ich habe keine Lust, weiterhin hier unten zu sein. Aber ob wir das jetzt machen oder später? Da gebe ich recht, ob wir nun jetzt eine Stunde verbringen oder in, weiß ich nicht, drei Stunden hier eine Stunde verbringen. Im Endeffekt verbringen wir hier eine Stunde. Grob geschätzt, so wie ich das hier sich lesen lässt. Oder ihr drei sagt uns, wo ihr hingeht und ich passe so lange auf Malis auf. Wir werden uns garantiert nicht trennen, das kannst du schön vergessen.
dem User scheint so zu gehen. Also übrigens, Miyusa, als du da oben an dem Gang warst, ne? Ja. Bist du der Meinung gewesen, dass aus der einen Wand so ein leichter Luftzug kam? Wo denn? Da? Nein. Da? Hier so. Okay. Dann wäre ich dahin gegangen. Ja, und ich passe so lange auf Malis einfach auf. Du findest tatsächlich, dass dort ein kleiner Schlitz ist, wo man die Tür öffnen kann. So, ich folge, Ich hätte actually Kieran gefragt, ob er eventuell Lust hat mitzukommen. Und auch Muriel. Ja, also sie wäre sowieso nicht bei Dings geblieben. Ich hätte Kieran so angeschaut. Kieran, ich würde mir gern nochmal was anschauen. Wollt ihr mitkommen? Können wir machen, wenn ihr wollt, kann ich uns auch einen kleinen, naja. Ich setz mal Deckmantel geben, damit wir nicht so leicht entdeckt werden. Wir sollten hier oben in Sicherheit sein. Ich will mir nur die eine Wand anschauen. Ich denke, ich habe da gerade was übersehen. Wenn du das sagst, hätte ich davor noch mal Guidance auf dich gecastet. Bevor ihr geht. Okay. Das wäre ja noch machbar. Und dann würde ich mir die Wand da mal anschauen. Ja, wie gesagt, da ist eine versteckte Tür. Die würde ich einmal öffnen. Okay, da unten. Würde ich da reintreten? Würde erstmal, dass Kieran da so einen Blick reinhaschen kann, um zu gucken, wegen Fallen. Soll ich einen Perception-Wurf machen? Nee, der gilt noch für die ganze Stunde, dein letzter. Achso, okay. Ja, ich mach das so, ihr macht halt jede Stunde, die im Dungeon seid, einen Wurf und den nehmen wir dann als passive Wahrnehmung, damit ihr nicht einfach bei jedem verkackten Raum würfeln müsst. Okay. Ja, aber du nimmst keine Fallen wahr. Okay. So. Möchte ich dir dann sagen und dann können wir gerne reingehen. Hm. Bis mein Token wirklich dann auf der Map umwende. Ja, alles gut. Ihr seht, dass in der Mitte der Nordwand sich ein steinerner Torbogen befindet, in dessen Rahmen Bilder von fallenden Münzen eingraviert sind. Im Schussstein des Bogens befindet sich ein winziger Schlitz. Fallende Münzen? Ja. Das Erste, was ich tue, ich sehe Münzen. Ich nehme meinen Geldbeutel und würde es einmal Muriel in die Hand drücken. Passt nur bitte drauf auf. Sicher ist sicher. Ja, natürlich. Und dann wäre ich hingegangen und hätte das einmal komplett untersucht. Auch mit dem Schlitz und so. Ja, du siehst einen Schlitz in diesem Rahmen oben drin und du siehst dass die eingravierten Bilder von fallenden Münzen. Es ist magisch. Wir haben Muriel dabei. Es ist aktuell nicht magisch. Fallende Münzen. Ja. Ich nehme ein paar Münzen und würde sie davor fallen lassen. Ja. Du nimmst Münzen und lässt sie davor fallen. Habe ich die da irgendwo... Da ist ein Schlitz. Ja. Ich pack da ein paar Münzen rein. Also, was für Münzen packst du da rein? Ich würde da 2-3 Goldmünzen, 2-3 Silbermünzen und 2-3 Kupfermünzen. Was machst du? Welche Münze steckst du als erstes rein? Eine Goldmünze. Okay, das reicht schon. Das Tor aktiviert sich. Du öffnest ein Portal. Ich dreh mich um. Grinst einfach nur. Können wir das eventuell Nikolas unter die Nase reiben? Du siehst auf der anderen Seite von diesem Portal 2 Dunkelelfen schlafen. Okay. Ja. Ich würde Kieran anschauen. Ich würde Muriel anschauen. Ja. Ist ja die Frage, ob ich jetzt mit durchs Tor gekommen bin, wenn ich auf deine Münze drauf. Nee, das Portal ist aktiviert, aber wir sehen durch das Portal 2 schlafende. Okay. Ja. Ja, und das Portal schließt sich wieder. Ich würde nochmal eine Goldmünze reinwerfen. Das Portal öffnet sich wieder. Sehe ich dasselbe? Ja. Ich packe 2 Goldmünzen aus. Lass die schlafen.
Übrigens, by the way, das Gold ist weg, ne? Das kommt da nicht wieder raus. Das ist okay. Bis jetzt haben wir immer eine Stimme gehört, richtig? Ja, wenn jemand versucht hat, durchzugehen. Ja. Kiran? Miriel? Ich habe eventuell eine nicht so gute Idee, die ich gerne ausprobieren möchte. Du meinst, dass da durchgehen? Ich würde damit vielleicht lieber warten, bis wir wieder vollständig sind. Ja, okay. Ich meine, wenn wir nicht durchkommen, kommt wieder eine Stimme, dass wir nicht durchdürfen. Dann kommt wieder die weibliche Stimme mit gebt acht, ihr seid noch nicht stark genug. Ich meine, sie kann ja nur eine Hand reinhalten. Ich weiß ja nicht, ob sie reingezwungen wird, aber... Kirans Idee ist doch gut, dass wir auf die anderen warten. Ja. Also ich meine, natürlich kein Zwang, geht durch. Aber nein, danke. Ihr habt recht. Ich hoffe euch. Dann können wir zu den anderen zurück. Na, vielleicht sind sie ja endlich mal fertig mit ihrem Abpauschen. Ich weiß es nicht. Spüre ich da eine gewisse unterschwellige Feindschaft? Bei Miriel? Auf jeden Fall. Nein. Ich und Feinde, also... Niemand. Nein. Ihr liebt mich förmlich. Also, ich hasse dich nicht, aber ich liebe dich auch nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich trete ein. Und wie weit seid ihr? Fertig. Wie Galma, hast dich die Flasche weggeräumt? Also der ganze Ausflug nach da oben hin hat euch jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert. Ja, mit allem und an. Ja, dann ist mein... Ein Drittel fertig. Erstens, das habe ich gesehen. Zweitens, Miriel. Würde ich näher rantreten und ihr was ins Ohr flüstern. Wir haben darüber geredet. Sei lieb. Krieg ich das mit? Dann kriegst du zwei ernsthafte Blicke noch ab. Kommt drauf an. Du stehst wahrscheinlich bei uns in der Nähe, dann ja, wahrscheinlich. Also bei der 19 passiert. Ja, das ist... Ja. Du hast deine Ohren überall. Du siehst, wie ich das trinke. Egal, das ist die Weihwasserflasche. Du siehst auf jeden Fall, dass... Ich möchte es nur anmerken, ich weiß, wer hier am meisten furzt, ne? Also vorsichtig, Leute. Ich höre alles. Mein Beileid. Was ist, Miriel? Man sieht auf jeden Fall, wo du es gesagt hast, so dieses, diesen Schmollmund. So. Moment, wo ich es dann einfach an den Arm packe und ich mit zurückziehe. Okay. Und dir dann nochmal eingetrichtert wird, dass du endlich versuchen sollst, erwachsen zu werden, darüber hinwegzukommen und dass sie dafür nichts kann. Hier unten ist es am besten, wenn wir irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Es wird noch gefährlicher. Es wird noch schlimm genug. Da brauchen wir nicht sowas. Nicht böse gemeint. Du weißt, ich mag euch beide. Ich würde sie nicht im Stich lassen. Trotzdem. Die Art und Weise, wie du mit ihr umgehst, ist es. Du hast ja recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Nur du musst jetzt anfangen, damit klarzukommen, es umzusetzen. Ich werde mein Bestes geben. Das weiß ich. Und dann wird sie dich einmal umarmen. Sie umarmt dich zurück. Okay. Marlies? Ja. Wieso ist meine Verbindung zum Chat abgebrochen? Was soll das? Okay, jetzt ist es wieder da. Machen wir mal bitte fürs Abpauschen noch entweder einen Performance- oder einen Fingerfertigkeitswurf. Ja. Okay. Das sieht gut aus.
Du kriegst das alles sehr schnell, sehr gut abgepauscht. Du bist sogar 10 Minuten eher fertig als geschätzt. Ja, 130. Ja. Für den einen oder anderen euch, also so wieder abgepauscht und geschrieben oder gemalt wird, es ist fast hypnotisch, wie sich die Finger bewegen. Bist du fertig? Mhm. Sogar schneller als gedacht. Darf ich mal gucken? Natürlich. Und ich würde da so einmal über die Schulter gucken. Das sieht verwirrend aus. Ah, du kannst stolz auf dich sein, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Ich habe in der Zeit ein Anliegen an euch. Aber okay. Ich will mich in der Gruppe einmal umschauen. Ich hatte vorhin einmal erwähnt, dass ich was entdeckt habe und bin mit Miriel und Kiran dahin und ich habe einen Geheimgang gefunden, wo ein Portal ist. Wieder mit so einer Aufgabe. Da war ein Schlitz, fallende Münzen und ich habe einfach meine Goldmünze in den Schlitz reingeworfen und ein Portal hat sich geöffnet und auf der Rückseite sieht man sogar was. Zwei schlafende Dunkelelfen? Ja, Dunkelelfen. Zwei schlafende Dunkelelfen. Ihr solltet euch das vielleicht mal anschauen und ich würde gerne gucken, ob ich vielleicht sogar da durch kann oder ob ich wieder zurückgehalten werde mit ihr seid noch nicht so weit. Kiran meinte, es wäre besser, wenn wir auf euch alle warten. Elfen, sind die nicht immer unhöflich? Also noch unhöflicher als ich. Das nehme ich persönlich. Und ich würde danach kein Dunkelelfe, aber Halbelf. Ja, das ist was anderes. Elf ist Elf. Elfen sind noch. Nein. Du hast Elfen gesagt. Nee. Ich habe Dunkelelfen gesagt. Dunkelelfen hat sie gesagt. Ja. Ich bin ziemlich sicher, sie Elfen gesagt, wenn ich. Also ich habe Dunkelelfen verstanden. Ich habe nur Elfen. Ja, ich habe auch Dunkelelfen. Ja. Aber der Anfang. Ich habe gesagt, Dunkelelfen sind die nicht immer unhöflich, ja, und das noch unhöflicher als ich. Aber der Anfang war aber auch ein bisschen verschluckt. Ich nehme mal die Mikrofonempfindlichkeit wieder raus. Ich hatte das, weil ich Chips gegessen habe. Drin. Dann hört man mich auch besser. Ich glaube, das ist sogar Common Knowledge, dass Dunkelelfen ein bisschen verrucht sind. Ihr Dunkelelfen, gerade weil die meisten davon, also über 90% davon Anhänger von Lolf, der Dämonenkönigin, sind. Also Dunkelelfen haben nach wie vor den Ruf, eine absolut böse Rasse zu sein. Auch wenn man Dunkelelfen spielen kann und sonstiges sich oben welche rumtreiben, es ist nach wie vor so in der Lore, dass Dunkelelfen einfach als ein böses Volk angesehen werden. Ja, das können sie auch. Das ging uns, glaube ich, allen nur darum, dass wir helfen. Sag Kalmar das jetzt einfach nochmal laut. Nein, einfach wegen der Frage, dass man davon ausgehen kann, dass sie verrucht sind. Nein, die sind nicht nur verrucht, sie werden gefürchtet und gehasst. Ihr habt Dunkelelfen angesprochen. Es sind zwei Dunkelelfen dort, die schlafen. Mhm. Also ich habe oben in der Taverne gehört, dass hier viele dunkle Tempel von bösen Göttern gibt und dass Lol hier als Drahtzieherin zwischen Kämpfen dieser bösen Gottheiten mit runtergeht. Das heißt, wir haben hier sehr viele Lolf-Anhänger. Heißt, wir sollten sie besser festnehmen? Oder erledigen? Sie schlafen, wir nehmen sie fest. Ich glaube, wir sollten sie nicht zu, wie Kiran es sagt, unseren Beseitigungsraum schicken. Also sollten wir sie nicht zu den Spinnen bringen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Dunkelelfen mögen die Gesellschaft von Spinnen. Ja. Denn immerhin dienen sie der Spinnenkönigin, die gerade erwähnt wurde. Ja, aber in erster Linie schlafen sie gerade und somit sind sie gerade keine Gefahr und unschuldige Wesen. Leichte Fehler.
Wie gesagt, du wirst mega böse angeguckt. Mir sind die beiden eigentlich gerade komplett egal. Ich will nur gucken, ob ich das durch das Portal darf. Weil das wäre dann auch ein Portal, wo wir durch könnten. Na, ja, aber wenn wir durch das Portal gehen, könnten sie uns ja immer noch angreifen. Ich bin ja, nur weil ich sie nicht töten möchte, heißt es ja nicht, dass sie keine Gefahr sind. Danach kann ich sie ja, wenn sie mich angreifen sollten, mit eurer Hilfe K.O. hauen. Ach, wir haben immer noch nicht die Wehrwesen gefunden. Das haben wir auch noch nicht. Ist das Portal durchgehend offen? Nein. Nein. Sie geht nach einer Zeit wieder zu, wenn die Münze verbraucht ist. Aha. Und was ist, wenn sie verbraucht ist, man raucht? Niemal? Circa? Was denn? Wie lange bleibt so ein Portal offen? Ja, du hast jetzt nicht gezählt, ne? Würdest du es schätzen, ne? Ja, ich würde gerne mal schätzen. Ja, dann schätz mal mit, machen wir einfach ein, machen wir mal ein, jetzt überlege ich gerade, es ist jetzt schwierig, ob ich das auf Weisheit oder auf Intelligenz mache. Ob bitte auf Weisheit. Ja, ich glaube, du möchtest einfach nur so grob dich versuchen, ein Gefühl dafür zu haben, deswegen ist okay, machen wir einen reinen Weisheitswurf. Ja, du würdest sagen so, Minute plus, minus, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, schwierig. So roundabout eine Minute. Circa eine Minute, aber das sollte ich hinkriegen, um nur zu gucken, ob ich durch kann und wieder zurück. Ich hoffe, du hast in Betracht gezogen, was passiert, wenn die beiden aufwachen sollten, wenn du durchgehst. Ich gehe mit ihr durch und könnte dann halt Person machen vorher. Also entweder gehen wir alle durch oder keiner. Ich würde sagen, vorerst keiner. Ich bin da auch gegen, weil gehen wir davon aus, wir gehen da durch und das Portal schließt sich danach und wir kommen nicht mehr zurück. Was ist dann? Ich komme wieder zurück. So lange brauche ich doch nicht. Naja, woher willst du wissen, dass das Portal offen bleibt, wenn du durchgehst? Kann sich auch sofort wieder schließen und dann bist du auf der anderen Seite. Aber wenn es doch an mich direkt anzuschreien. Wenn es doch gefährlich wäre, dann würde das Portal doch sagen, dass wir nicht durchgehen dürfen. Das hat es bisher immer gemacht. Ich bin dagegen immer noch, dass da irgendjemand von uns durchgeht. Aber aufhalten kann ich dich dabei nicht. Alma wäre auch dagegen, weil das wahrscheinlich in einem Kampf endet. Können wir nicht einfach abstimmen? Ich sehe den Kürzeren. Okay. Dann merken wir uns der halt. Und ich würde loslaufen. Ich habe euch einmal die Raumbezeichnung für die Notizen reingeschoben, ne? Ich schreibe das schon auf. Mir ist gerade aufgefallen, sie hat in dem Dokument das andere Portal auch gar nicht reingeschrieben, was ihr gefunden habt. Oh, wo ist jetzt, hä? Das versuche ich auch gerade rauszufinden. Hm? Ich weiß nicht, wo wollt ihr hin? So, Miosa? Ach, da unten. Ja, zur anderen Tür gelaufen. Schon. Ja. Ja, ich laufe halt in die Richtung. Ich will halt nicht Schritt für Schritt laufen, sondern hab mich da einfach hingezogen. Wenn was passiert, kann ich mich zurückziehen. So. Mein Gott, macht der Markt ja wieder an. Meckert der Markt ja wieder. Ich bin gerade zum Aufschreiben, sorry. Also, ihr nehmt da keine Magie wahr? Ich gehe davon aus, dass die Magie, dass das neu gecastet worden ist. Wir müssen neu rollen, oder? Wenn wir wieder nach Fallen gucken. Ihr seid jetzt, eine Stunde ist um. Ihr müsst einmal neu. Genau, gut, für mich einmal zu wissen, wo ist denn mein Notizbuchlein hier? Ich rolle auch mal neu. Und Marlies wollte was von Miriel. Ja. Die Miriel? Ja. Ich tritt
bewegt euch hoffentlich nicht zu nah. Aber ich hielt die Schriftrolle mit dem Zauber. Ich glaube, den solltet ihr wirken können. Was ist das denn für eine Schriftrolle? Eine Schriftrolle des Zaubers Animate Dead. Dann schaffst du Untote. Genau. Gib's dem Kleriker von den Wartern. Gib's dem Lebenskleriker. Also, wenn Miriel nicht will, nehme ich die auch. Du kriegst sie gerade nicht. Ich gebe sie Miriel, weil ich genau weiß, um die Bedeutung von Nekromantie und dass man sie nicht missbrauchen soll. Ich finde, in den Händen eines Klerikers ist sie am besten aufbewahrt. Geil, man hustet nochmal. Miriel bedankt sich bei... Vielen lieben Dank, Malis. Ich weiß nicht, ob ich sie eigentlich einsetzen würde. Ich vermute eher nicht, es sei denn, es ist zwingend notwendig, aber... Ich hab dann, dass ich mir die Verantwortung. Genau, weil Spendung von Ressourcen. Es ist ein mächtiger Zauber mit Nekromantie, spielt man nicht, und ich weiß, dass ihr definitiv am vernünftigsten damit umgehen werdet. Sag mal, danke. Geimer, welchen Gott nicht an? Also, welchen Gott des Weines bietet ihr eigentlich an? Gott des Weines? Gar keinen. Bier. Ich mähte an Belshaber. Zwergengott des Bieres anscheinend. Nein. Ich bete Belshaber an. Die Jungfrau des Unglücks. Ich schüttle einfach noch mit dem Kopf. Hey! Ich bete sie an, damit sie uns ignoriert, also. Ich scheine sie aber nicht zu ignorieren. Ich hab bisher Glück! Und das Glück nennen können. Nein, nein, Schmeini, bei deinem Glauben. Also, ich hab bisher kein Unglück. Genau, bei deinem Glauben würdest du niemals daran denken, dass du Glück hättest, sondern du hast. Ich bin einfach nur vom Unglück ignoriert. Genau, du hast kein Unglück bisher erlebt. Genau, so ist die richtige Formulierung dann. Ich erinnere mich an die Säureblase. Es ist alles eine Frage der Definition. Was habe ich das Gebet vergessen? Die Schulter tut immer noch weh. Es ist ja auch immer die Frage, was man als Unglück definiert. Das war incorrecter. Mhm. Naja, Geimer hat ja auch gesagt, da habe ich das Beten vergessen. Ich glaube, Geimers einziges Unglück ist, dass ihm der Alkohol ausgeht. Hm? Ich habe einen ganzen Biervorrat gefunden. Sag ich ja. Okay. Der Raum vor euch stinkt übrigens nach Tod und Verwesung. Also, so wie jeder Raum. Hier riecht er besonders stark nach Ozon. Was ist Ozon? Was meinst du, was? Ja, das ist zumindest so eine Übersetzung. Okay. Ozon, ich weiß nicht, wie Ozon riecht. Ist das Chlor? Hat Ozon einen Geruch? Ja, das ist ja auch die Frage. Also, warte mal ganz kurz. Ich guck noch mal eben rein. Also, Ozon ist O3. Also nicht O2, sondern O3. Stechend scharf bis chlorähnlich. Ah, danke. Ja, dann ist es doch tatsächlich. Ah, danke. Ich muss nochmal nachgucken, ist das tatsächlich mit Ozon? In hohen Konzentrationen riecht das Gas aufgrund der oxidierenden Wirkung auf die Nase, auf die Nasenschleimhaut charakteristisch stechend scharf bis chlorähnlich, während es in geringen Konzentrationen geruchlos ist. Und übrigens, ja, selbst auch im englischen Original steht tatsächlich Ozon. Okay. Warum man dann nicht einfach Chlor schreibt? Keine Ahnung. Aber stechend scharf bis chlorähnlich. Ist es richtig, Chlor. Aber wenn du... Alles, was du mal erst nachlesen oder googeln musst, ist halt nicht gut. Nee, es sind krebserregende UV-Strahlen. Was? Das ist was anderes. Das ist. So, okay. Lass uns jetzt mal bitte nicht da. Okay, es riecht hier nach Tod, Verwesung und nach Ozon. Im Moment, wo ich anfange, durch den Mund und nicht durch die Nase zu atmen. Ja.
Mhm. Oh ja, richtige Stinkgase ein, sehr gut. Oder atme die Gase ein. Das tust du so oder so, da willst du die Luft anhalten. Die Nase filtert aber. So, ansonsten, bevor du da jetzt durchrennst, befinden sich in diesem Raum verschiedene Tische, auf denen seltsame Metallinstrumente liegen. Und einige losen Pergamentfetzen. Die würde ich mir gerne angucken. Ja. Ist das was Religiöses oder so? Nein, es ist was Wissenschaftliches. Ich würde es mir trotzdem versuchen anzugucken oder, und schlau rauszugehen. Ich auch. Wie mein neues Lieblingswort immer ist, jetzt seitdem ich halt Disenchantment so viel geguckt habe, Wissenschaft. Ja, würde ich mir gerne kurz angucken und versuchen auch zu kommen, wofür das ist. Ist das Laborausrüstung? Es ist Laborausrüstung, tatsächlich. Und ja, es sind verschiedene Instrumente. Du kannst mal gerne ja einen auf was würfeln wir da am besten? Ja, du kannst mal Intelligenzwurf machen. Bei den Pergamentfetzen steht halt solche einzelnen Begriffe wie Zerfallsrate, Ladungsakkumulation und sowas. Ja. Und ihr findet... Antriebs. Genau. Und ihr findet einen Logbuch-Eintrag, auf dem drauf steht Tag 1. Hallister hat mir diese verlassene Kupfermine in den arkanen Kammern überlassen. Endlich habe ich Zugang zu den Komponenten, die ich für meine Experimente benötige. Der Rest ist unleserlich. Kommt mir die Schrift bekannt vor? Nö. Nö, okay. Hätte ja sein können, dass sie von jemandem bestimmt ist. Ich vermute es einfach. Kommt mir solche ähnliche Ausrüstung bekannt Nein. vor? Auch nicht. Aber, was ist denn jetzt mit meinem Intelligenzwurf? Die Ausrüstung, also du bist dir sicher, dass das alles dafür da ist, um irgendwie Elektrizität zu messen. Also irgendwas ist hier mit Strom und Blitzen. Die will jemand Blitze messen. Warum misst man Blitze? Ich dachte, ihr seid wissbegierig. Bin ich doch, deswegen überlege ich doch. Um zu gucken, wie man sie nutzen kann. Magie? Magie. Naja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich so intelligent bin und sagen kann, dass Blitze eventuell Elektrizität lösen könnten. Ja, natürlich. Allgemeinwissen? Ja, genau. Genau, du kannst halt immer so fragen, ist das Allgemeinwissen halt, ne? Genau. Okay. Also, aber ja, doch, schon gerade so ein bisschen, das kann man schon wissen. Vielleicht auch für Elektrizität? Ich meine, Blitze sind hell, also wird das wahrscheinlich auch gut nutzbar sein, um Energiequellen zu, beziehungsweise Lichtquellen zu erschaffen. Oh ja, sie haben sehr viel Energie. Ja, das war bestimmt Pyrex. Und Geimer stimmt schon mal vor. Weiß nicht, ob ihr den Namen von Geimer schon mal gehört habt. Nein. Ja. Das ist direkt ein neuer Name. Nein, auch die habe ich bisher sonst nicht von ihm erzählt. Das war ein gut gehütetes Geheimnis von Galma. Mhm. Ja, geht ihr weiter. Wenn Musa nicht weitergeht, geht Galma an ihr vorbei. Galma hat Blut geleckt. Ja. Glut. Blut geleckt. Glut. Für mich vorsehen. Ich guck nicht mehr nach allen, ich bin. Einschließen hätte ich gehört. Er schmeckt so nach Vanille. Ich habe aufgehört, nach Fallen zu gucken. Ja, okay. Logischerweise. In diesem Raum da oben sind 12 Fässer. Okay. Was für Fässer? Holzfässer. Okay. Was ist in diesen Fässern? Ich will nachschauen. Musst du reinschauen? Ja, ich öffne eins. Okay, Moment. Ich muss eben einmal was gucken. Soll ich ein D12 rollen? Nein, das muss ich schon tatsächlich hier eben machen. Ich muss eben gucken, welches Fass du da erwischt hast. Das ist leer. Also dieses Fass ist leer.
Wollen wir noch in andere reinschauen? Geil, man ignoriert dich halber. Eigentlich bin ich schon auf dem Weg zur Tür in der Zeit. Weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass Mimosa weitergelaufen ist. Mhm. Ich will da unten nur gucken, was da unten ist. Dass wir von hinten. Ja, ja. Mach ich sofort. Alles gut. Ich musste nur gerade eben einmal hier was umschreiben, weil ich gerade Fehler gemacht habe. Ich habe mir in andere Notizen reingeschrieben und Notizen überschrieben. Jetzt muss ich das einmal neu sortieren hier. So. Ja gut, komm. Kleine Strecke wird noch einmal geguckt. Wenn es da wieder zickzack geht. Okay, perfekt. Wir können zurück. Okay. Geimer, du möchtest die Tür öffnen. Ja, ich versuche sie aufzureißen oder zu drücken, wie auch immer. Moment, ich muss mal eben kurz. Okay. Ja, okay. Danke. Für die Zeit. Vielen Dank. Für die Blumen. Die Tür geht schon mal auf, das ist toll. So, da ist tatsächlich etwas. Ihr könnt da so einen zusammengenähten Golem sehen, der da im Raum rumsteht. Der ganze Raum ist mit Kupferplatten ausgelegt. Und da ist so ein kleiner Schädel in der Mitte, der fliegt herum und knistert und gibt die ganze Zeit elektrische Energie von sich ab. Hm. Reagieren die, als die Tür aufschlägt? Hm? Reagieren die, als die Tür aufschlägt? Nö. Schau die erstmal an und guck, ob sie reagieren wollen. Please für den zweiten Pass öffnen. Ein zweites Fass, genau. Dann ein okay, das ist, da ist Kupfer drinne. Gott, ich habe Kupfer gefunden. Nice. Das Kupferding ist ja, also da sind ganz viele Kupferbrocken drin, ne? Also das ganze Fass ist ungefähr 50 Gold wert. Ist aber auch sehr schwer, natürlich, ne? Das ist gut in der Zeit wahrscheinlich. Ich muss nicht gucken, ob der Golem reagiert. Nö, der Golem reagiert nicht. Hätte ich das Kupfer angehoben? Ich würde es mal probieren. Ja, du kriegst es schon angehoben, aber es ist schon nicht ohne, ne? Also du musst es immer so eine Seite anheben, so ein bisschen rüberrollen, dann das nächste, ne? So wie man das kennt. Aber das Kupfer auf die Leute hier verteilen, wie schwer ist das? Oh, das ist schon, ja, ich würde sagen, es ist so ein Fass, das ist so ein, so eine, wie viel Liter fasst so eine große Regentonne? Oh Gott. Ich google danach. Geil, man hat hier keinen Platz. Auch nach der Dichte und ich sag gleich, was es im Pfund Gut, wunderbar. Hat nicht mal einen Rucksack. Egal, man kriegt gerade Konter von User. Warum? Weil du gesagt hast, du rufst, wo ist dieser verfluchte Magier? Ja, ich reite den Golem danach an. Ich muss mal gucken, so das Standardfass von so. Das hier ist so Whisky-Fass, sieht wahrscheinlich so aus, dass das passt noch 500 Liter rein. Okay, das kommt ganz gut hin mit einem 500 Liter. Das Volumen sind 500 Liter. Ja, das sind 1000 Pfund. Ungefähr. Ja, dann habt ihr so ein. Na, das kommt ganz gut hin. Das ist okay, das nehmen wir. 1000 Pfund wiegt das Fass. Also, ich glaube, der Golem spricht nicht mit dir, Geimer. Oder spricht deine Sprache nicht, wie auch immer? Ich würde einfach alle Sprachen durchprobieren, die ich kann. Ja.
Also ein bisschen drakonisch, bisschen Goblin, bisschen Tiefensprache, bisschen zwergig. Immer dasselbe. Es passiert nichts. Keine, weder der Schädel noch der Golem reagiert. Was machst du da vorne eigentlich? Hier ist ein Golem. Und ein Schädel. Da ist ein Golem. Ja, aber er tut nichts. Und da ist ein Schädel, der gibt Elektrizität. Und Geimer versucht gerade, zumindest habe ich ein bisschen was davon verstanden, zwei Sätze, aber die waren beide gleich. Die waren alle gleich. Ah, okay. Ich guck mir das mal an und sehe diesen Grund. Und so. Oh nö. Übrigens dieser kleine Gang unten, der da weggeht von, ne? Der so ein bisschen schräg ist. Ich hasse das, wenn das hier nicht wieder sich erneuert. Das ist so, das könnt ihr sehen, da geht es ein bisschen runter. Das ist so ein bisschen abschüssig. Ist denn der gesamte Raum mit Kupferplatten ausgelegt? Ja, der komplette Raum. Wo Geheimat gerade sehr hitzköpfig ist, will er halt auch nicht da rein. Sieht aber so aus, als würde er da trotzdem jeden Moment reinstürmen. Oh. Malice? Ja. Wollt ihr denn mit nach oben nehmen? Ich markiere das. Das nehmen wir nach oben, wenn wir hier vorbeikommen und wir schlafen gehen wollen. Genau. Ich würde versuchen, das mit hochzunehmen. Ich helfe dir beim Tragen. Das freut mich. Ein bisschen können wir auf die Gruppe aufteilen, dann sollte ich den Rest so hochkriegen. Und ich würde den... Ich hätte die Kiste dann mal versucht, hier irgendwie hinzustellen. In der Nähe vom Ausgang, dass man die dann auch gut findet und halt markiert und so. Ja. Ich muss mal eben kurz... Ansonsten können wir es zum Goblin Bazaar tragen. Und es dort verkaufen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, dann müssen wir nicht über die andere Ebene noch mitschleppen. Ja, ich würde mal einen Schritt in den Raum wagen. Ja. Gucken, ob das Ding reagiert, wenn mich keiner aufhält. Du tust dem Ding nichts, du gehst ja noch rein. Ich musste mal eben einmal kurz Punkte einlösen, die eingelösten Punkte umsetzen. Haben wir so ein Ding schon mal gesehen? Ich bin mir gar nicht sicher. Du betrittst den Raum. Das ist ja schon in dem Raum, oder? Ja, das ist schon in dem Raum, ja. Sobald du durch die Tür gehst. Gut. Ich lese. Ja, die haben mir schon begegnet. Ich betritt den Raum nicht. Ich weiß nämlich jetzt wieder, warum ich das nicht tun will. Warum? Ich habe gerade meine Notizen zu diesem Wesen durchgelesen. Nein! Das Ding mag Blitze. Hier ist überall Kupfer, das andere Ding Nein! Okay, dann halt nicht. Ja, wollen wir da jetzt rein oder was haben Sie vor? Erinnerst du dich an den letzten von denen? Und wie es auf Blitze reagiert? Ist das die Gesundheit regeneriert? Das heilt sich da und der andere blitzt und der Raum ist voller Kupfer. Was wo passiert, wenn wir da reingehen? Strom. Wir stehen unter Strom und der auch. Ich könnte versuchen, den Schädel aus der Luft zu schießen. Von hier. Das könnte ich auch. Dann passe ich auf, dass der Große nicht an euch rankommt und ihr schießt den Skelettkopf weg. Ich kann sie verlangsamen. Aber dann sollte keiner von euch mehr in den Raum gehen. Ja, Kieran kann ja erstmal versuchen, den Schädel abzuschießen. Third Person kann ich auf Golems leider ja nicht wirken. Wir können den Golem versuchen zu verbrennen, wenn er uns zu nahe kommt. Halt, ich dachte die ganze Zeit. Ich muss mal den Raum ausmessen. Aber er tut ja nichts. Immer noch
Ich dachte, ihr habt etwas gegen Untote. Es ist ein Untoter. Ja, machbar. Wie ist das mit Ilmata und Untote? Ja, es kommt halt drauf an, in welcher Verbindung das alles mit eingebracht wird. Also. Also ich bin ja in der Meinung, dass das unschuldig, also unschuldige Wesen halt einfach. Ich sag mal so, du kennst die Gesamtsituation hier vielleicht jetzt nicht unbedingt. Also daher, wie das alles zusammenschaut und nicht, aber in der Regel sind die meisten untoten Wesen eher böse und nicht unbedingt das, was. Es ist auf jeden Fall nicht gut. Ja, das weiß ich. Nein, also ich meine, du musst halt, man muss halt natürlich schauen, in dem Fall willst du sagen, okay, wir lassen das untote Wesen da liegen, weil es scheint ja keine absolute Gefahr zu bestehen. Oder möchtest du sagen, okay, scheiß drauf, wir machen das weg, weil ein toter Untoter ist noch weniger Gefahr als ein lebender Untoter, der eventuell keine Gefahr ist. Naja, mein Wesen, also mein Wesen ist ja eher so, es ist ein unschuldiges Wesen, jetzt aktuell. Also würde ich es eher fesseln als töten. Also fein, es wäre beides fein, sagen wir mal so. Okay. Wieso habe ich denn jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Achso. Ich hasse das. Ist, ja, ich habe schon mal an das Simpitz überhaupt gedacht. Hm. Das sind schmeißen hinten gegen die Wand und gucken, wie die reagieren. Ich würde es machen. Liegt hier irgendwas rum? Ja. Das mach ich doch jetzt. Ja. Achso, ich dachte, du schlägst das vor. Ja, du schmeißt einen Stein da rein, oder was? Ich schmeiße an die Wand. Ja. Hinten. Passiert nichts. Also die reagieren auch gar nicht darauf. Also der Golem schaut euch schon an, weiter die ganze Zeit, ne? Also. Aber er macht nichts. Also, wo ist der Kupfer? Kupfer war in dem Fass. Und der Boden? Achso, der komplett mit Kupferplatten ausgelegt. Okay, wie geht der? Weil dadurch, dass hier unten ja auch Boden ist. Ja, also bis zu. Ist das nur so? Genau, bis da. Ja, genau. Also hier vorne könnte man noch rein, ohne das. Also nee, da vorne nicht. Da bei der Tür ist schon. Es ging um das untere. Im Charakter. Was spricht jetzt eigentlich dagegen, dass wir dir das Skelett versuchen, erstmal auszuschalten? Weil das ist ja unser Hauptproblem. Mhm. Ja, mach dir mal kurz unten Platz, dann würde ich schießen. Vielleicht wäre es besser, wenn es Kieran macht. Also nicht, dass ich nicht an deine Fähigkeiten glaube, aber ich glaube, Kieran kann auch sehr, sehr gut schießen. Zumindest hat er es bisher immer gut bewiesen. Oder ihr beide zusammen. Ich wollte gerade sagen, was haltet ihr davon, wenn das versucht, beide zu machen? Doppelte Chancen. Wie auch immer, ist es okay, wenn ich mit einem Zauber den Raum ein bisschen einfriere? Dann ist der nicht so schnell und ich steuere auf den Golem. Ja. Ja, ich denke, dann reagiert er aber. Na, das machen wir gleichzeitig, während ihr schießt. Ich glaube, er reagiert in beiden Fällen. Und ich komme zu euch. Ich würde mich gerne auf das Feld, wo Galmar ist, gleich platzieren wollen. Ich brauche jetzt nicht in den Raum. Ich kann. Kieran, dann schießt ihr, weil ich hab von hier, also von da unten, krieg glaube ich nur einen Schussfeld. Ja, das ist nicht. Na schön. Ich zieh mal meinen Langbogen. So sehr habe ich eigentlich schon die ganze Zeit gezogen, aber gut. Entschuldigung, ich kann sich nur um Stunden bei mir handeln, bis ich etwas tue. Oh Gott, dann würde ich gleich einen Spell casten. Ich mal schon mal die RAM. Wenn das okay ist. Wärst du denn auch so lieb und würdest weiter nach hinten gehen? Dass ich nach vorne zu unserem Bogen schützen kann? Also, ihr wollt jetzt alle was tun, das ist schon okay. In welcher Reihenfolge wollt ihr das dann machen? Gleichzeitig möglichst. Ja, dann machen wir mal eben die Turnorder auf. Weil sobald der erste von euch reagiert, reagieren die auch. Ja, wenn mich Malis einfällt, zurücklässt?
dann müsste ich ja immer noch was im Raum sehen davor. Mhm. Das ist ja noch Vorbereitung. Selbst wenn Mimosa vor mir steht. So. Ich nehme meine Inspiration, danke. Ja. Ja, eins. Passt doch zu dem Zwerg. Schön ja. Langsam. Ich habe extra eine hohe Innie. So, das heißt, Kieran wäre der Erste, der agieren dürfte. Ja. Ich würde mal die Person. Die Person sei schon. Den Schädel war das, ne? Den Schädel. Geil, ja. Kannst du wieder aufhören mit einem Kreis? Ach so, das ist die Ära, die gleich eine Weile bleibt. Ja. Deswegen habe ich die permanent gemacht. Nee, mach damit das bitte nicht. Sieht. Mach das bitte nicht. Das ist ein sehr helles Feld, was etwas steckt. Dafür haben wir die Schablonen eigentlich hier drin. Dann. Doch, dafür nutzen wir jetzt die tollen neuen. Nee, nutzen wir nicht. Ja. Weil das zu nervig ist gerade. Das ist sehr anstrengend. Außerdem backt das halt immer noch rum ab und zu. Okay, ich hatte das Mark, wie gesagt, den Schild. Dann darf ich die Schablone schon draufziehen? Oder wenn du dran bist. Ne? Weil vorher agiert. Guck mal, vor dir ist zum Beispiel der Schädel auch dran. So, jetzt geht mir das gerade auch angenehmer. Das fällt weg oder ist Hab das ich jetzt ist weg? Ihr könnt dann ein bisschen neu laden. Nee, Moment, ich kann nochmal neu machen. Nein, man kann auch einfach auf den Mülleimer, der beim Namen ist, ja, draufdrücken. Das muss man für sich selber deaktivieren, dann eben einmal. Jetzt ist es weg. Genau. Also wenn wir diese Effekte irgendwann mal schön nutzen wollen, damit das mal sieht, welcher Effekt von wem ist, dann dürft ihr aber in Zukunft nicht solche krassen Farben wählen. Okay. Ich würde es sowieso gut finden, wenn Leute mal ein bisschen ihre Farben variieren, weil irgendwie jede Kampagne, die ich reingehe, wollen irgendwie alle Leute irgendwelche ekligen Blau- und Pinktöne haben. Dass ich rosa nehme, ist okay. Gucke den DM Galma. Ich wollte gerade sagen, ich nehme mich User, da raus. Ich nehme immer lila. Immer. Ich war eigentlich rot. Ich habe jetzt ein dunkelgrün genommen. Es ist mir sowas egal. Er kann sich so viel beschweren, wie er will. Ich bin und bleibe lila. Das ist ja auch okay, wenn du lila nimmst als DM. Aber alle anderen können mich mal. Ja, ich bin immer rosa. Ist nicht mal, Alter. Ich habe, glaube ich, jede Gruppe eine verschiedene Farbe. Du nimmst die random ausgewürfelt wird beim Einloggen, ne? Ja, eben. Ja, ich auch. Okay. Wir ändern die Farben nie. Okay. Was möchte Kieran denn tun? Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Entschuldige, du möchtest auf den Schädel schießen. Nein, ich möchte den Schädel mit anders machen. Achso, entschuldige, ja. Welche Farbe hast du gerade? Dann würde ich... Ich habe gerade das Giftgrün. Gut, ja, weil ich mache das so inzwischen... Ich lege nur noch die farbigen Punkte von euren Farben drauf, damit ihr wisst. Zwei rot, Alter. Ich krieg. Damit ihr wisst, und deswegen dürfen keine zwei rot sein, damit jeder weiß, okay, das ist jetzt der Effekt von dir. Mhm. Danke. Moment, ich muss kurz eine Sache in den Chat schreiben, bin sofort vor euch. Ja. Jetzt wird's ja aus dem Kotz. So, ich nehme Sharpshooter mit einem +1 Pfeil und schieße auf den Schädel. Ja. Boom, erster Schuss. Moment. Das trifft absolut nicht. Hä? Ich bezweifle, dass es trifft. Es trifft. Es trifft, okay. Das trifft absolut nicht. Oh! Boah, es waren aber richtig schlechte Rolls. Halleluja. Egal. Ich bin gerade wegen dem Schaden am Gucken. Ist da irgendetwas? Nö, das wird alles so genommen. Das sind so viel. Oh, das ist schon eine ganze Menge. Nice. Ja gut, finishen wir ihn. Zweiter Schuss. ja, komm doch mit Sharpshooter, den Schaden brauchen wir. Ja, komm. Ja, das reicht. Tot. Der Schädel knallt zu Boden und rollt über diese Kupferplatten. Mhm. Das war's? Das war's. Das war alles, was ich mache. Mimosa.
Wie sieht dieser Golem aus? Sieht er aus, als wenn er jede Sekunde losrennt? Ja. Dann komme ich ihm mal entgegen. Das finde ich sehr gut. Was ich vorhabe. Ich werde so oder so kassen. Ja, aber da kann man noch was anderes machen, weil ich jetzt davor stehe und draufschlage. Du nimmst jetzt erstmal Schaden. Okay. Weil du betrittst nämlich einen unter Strom gesetzten, mit Kupferplatten ausgelegten Raum. Oh, scheiße. Geh ich down? Nee. Du nimmst nur 13 Lightning Damage. Oh, das ist voll und ganz okay. Und dann rage ich. Ja. Hey, mach dein Leben nicht wieder voll. Warte. Ich musste gerade noch auf meine Longways drücken. Ach so, okay. Ja. Ich rage und dann mit Reckless Attack Rage Damage und dann Drufter. Mhm. Das ist ein Treffer. Oh, grüne Zahlen sind tolle Zahlen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Das ist das. Jawohl. Wird genommen. Ja, okay, ja. Das war's. Nikolas. Möchtest du da nicht ein Lightning Bolt drauf knallen? Nein, ein Schildtouch. Damit er sich nicht heilen kann, der Bastard. Okay, ja. Das ist der Nebeneffekt von Schildtouches. Ja, das ist tatsächlich der Nebeneffekt. Und er hätte sich tatsächlich gleich geheilt. Ja. Weil der ganze Raum unter Strom steht. Ich habe echt guten Schaden gerollt. Aber guck mal, das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache. Dein Charakter hat aus seinen Fehlern gelernt, oder hat aus seiner Erfahrung gelernt und sieht so, oh scheiße, der Raum steht unter Strom, müssen wir die Heilung unterbinden. Finde ich gut. Ja. Das war's? Das war's, ja. Geil mal. Krasses Lidstorm. Ja. Ich vermute auch mal, dass der Papa den Rettungswurf dagegen schafft. Ja. Weil sie sieht ihn ja. Vier Fuß Radius, genau. Der Effekt kommt von hinten, ich weiß nicht. Das Zentrum ist vor dir. Und du weißt, dass ich es caste. Muss ich nur nochmal gucken, dass das richtig war. Ja, du darfst einen. Ja. Du darfst einen. Ich mach das mal eben kurz to back. Du darfst einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Den hast du nicht geschafft. Du bist prone. Was macht's lieb? Storm. Der nächste ist einfach nur im Bereich, mit der Difficult Terrain ist. Und wenn man da drin ist, dann macht man einen Rettungswurf. Und wenn man den nicht schafft, geht man prone. Aber eigentlich erst, wenn man dran ist. Ah, okay. Ist okay. Dann ist der für Dungeon, wenn er dran ist. Weil, ja, es geht nur darum, wenn er angreift, hat er noch keinen Vorteil. Ja, ist okay. Hat er sowieso wegen Reckless Attack, also ist das vollkommen irrelevant. Das Ding, ich ignoriere das jetzt, es geht prone, es beginnt sein Zug, es steht wieder auf. Ne? Wunderbest. Und dann. Bam. Okay, wir machen, glaube ich, weiter. Ich guck mal eben. Ja, wir machen weiter mit Marlies. Ich würde hier vortreten und durch den Wand of Warm Mage ignoriere ich halbe Deckung. Mhm. Und würde 2 Eldritch Blast auf die Kreatur schießen. Jawohl. Babum, Treffer. Eldritch Blasto. Und er wird 10 Fuß nach hinten weggestoßen. Ja. Und das ist auch ein Treffer. Und nochmal 10 Fuß. Nein, du hast kein Opportunity Attack, weil das kein Willing Movement ist. Und damit. Was das? Ich nutze meine Mantel-Inspiration mit. Für mein Mantel der Inspiration und rufe Musa zu: Hey, so ein bisschen Eis und Schnee bringt dich nicht zwanken. Los, beweg dich. Ja.
und auch Kiran, Musa, Miriel und Nikolas dürfen sich 5 Temp-HP geben. Okay. Miriel, was machst du? Ich will nicht in diesen Raum rein. Der scheint Schaden zu machen. Dolce Dead müsste eigentlich trotzdem hauen. Ich schmeiß gerade mal aus. Oder? Mhm. Ja, gerade so. Mhm. Ja. Dolce Dead. Ja, darfst Schaden würfeln. Wunderbar. Das war's? Ja, Muser sieht noch ganz gut aus. Gut, Kiran. Ja, ich übertrage mein Hunter's Mark. Hm. Piu, piu. Ja, Moment, Entschuldigung, das dauert immer etwas. Ja. Kiran ist auch nicht der Jüngste. Ja, du wirst das Ding wahrscheinlich eh töten. Also es hat eine Rüstungsklasse von 9. Ich erwarte, dass du da triffst. Ach so, ja, dann nehmen wir sogar nur normale Pfeile, wenn du mir schon so nett sagst. Ja. Okay, erster Schuss. Boom. Tot. Okay. Wird da die Konzentration abgebrochen? Ja, dann fällt sie nämlich auch nicht hin. Genau, also bist du gar nicht erst prone. Na dann. Und das Blitzen hört auch auf. Oh, perfekt. Obwohl, ich sehe das nicht, dass das Ding da hinten tot ist. Konzentration wäre geblieben. Ja, es würde dann dir natürlich rüber gemittelt werden wahrscheinlich. Ja, dann schon. Kannst sehen, wie die Person vor dir direkt schießt, also... Naja, und ich höre ein stumpfes Poltern wahrscheinlich. Ja, ja. Das Ding ist schwer. Ja. Ich mach mal so. Wie Kiran sich nach dem ersten Schuss direkt, er will gerade einen zweiten anlegen, und dann guckt er und zuckt so mit den Schultern und wedelt sich durchs Haar. Und so machen wir eigentlich Pläne, wenn der Baba einfach reinrennt? Ja. Okay. Kennen wir die anders? Um Idioten? Nicht Idioten, das hast du wahrscheinlich gesagt. Nicht mal gehört. Das ist ja wahrscheinlich der Moment, wo sie gerade da runterläuft. Da geht's, du siehst, dass es da runtergeht, das ist, aber du kommst da nicht direkt so wieder hoch. Das ist einfach so eine Rutschbahn, die runterführt. Mhm. Also, aber nach dem Satz komme ich auch rein, damit ich was sehe. Da hätte ich zu Miriam nur gesagt, wenn da runter sollte für uns wahrscheinlich ein Seil mit befestigen für hier oben. Ich weiß nicht, wie weit es runtergeht. Sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Also du siehst schon, dass es nicht weit runter geht. Du kannst bis zum Ende runter gucken. Das ist wirklich nur so, da geht es so 2 Meter runter. Es ist nur sehr schräg, deswegen ist es schwierig, da wieder hochzuklettern. Deswegen rede ich davon. Ja, weil du sagtest, du weißt nicht, wie weit es runter geht. Das habe ich gerade korrigiert. Du kannst sehen, dass das nach 2 Meter endet. Ist diese Rutsche auch aus Kupfer? Nein. Ich habe die Möglichkeit, auch wieder hochzukommen, wenn ich da runtergehe. Dann viel Spaß beim Rutschen. Ich kann euch runterlassen mit einem Seil. Also nur im Notfall könnte ich mich wieder hoch teleportieren. Es wäre aber laut, das erwähne ich. Nein. Falls ich nicht mit dem Seil wieder hochkomme. Ich werde das Seil festhalten, natürlich kommt ihr wieder hoch. Ja, weiß ja nicht. Falle, Seil reißen. Wer will schauen gehen? Geimer will das machen. Er ist wahrscheinlich sogar am leichtesten. Von der Ausrüstung. Ich habe ein Seil verloren, aber ich habe hier noch Kletterhaken. Ja, du siehst, wie Musa schon ihr Seil auspackt. Ich wiege nur die Sicherungspaar. 162 Pfund. Dann könnten wir das hier in den Boden schlagen. Dass wir alle runtergehen können. Ich würde erstmal gucken, dass Gamma kurz einmal runter kann, um zu gucken, was da ist. Ich meine, obwohl es vielleicht besser wäre, wenn ich da unten bin, weil ich weiter sehen kann. Ich habe Licht, ich sehe Farben.
Das ist wahr. Ich sehe weit. Und eine Fackel kann ich mir auch anmachen. Eine Fackel, während du an einem Seil hängst. Wenn ich da unten bin, brauche ich nicht mehr an einem Seil hängen. Ja. Aber woher wisst ihr, dass wirklich unten ist? Weil ich den Ausgang sehe. Geht die komplette Schräg, also komplett um die Ecke das runter oder nur so ein Stück? Das ist das, was ich frei gemacht habe. Okay, so weit geht's runter. Ja, dann los. Ich würde dir das Teil vom Seil in die Hand drücken. Ja. Geimer hält sich dran fest. Ausrüstung habe ich keine, also bin ich relativ leicht. 50 Fuß. Bis auf mein Schild. Ich habe nicht meine Waffe dabei. Nein, ich wiege insgesamt aber nur 160 Pfund. Mit Ausrüstung. Ich bin schon wieder gemutet, also rutschst du da jetzt runter? So an dem Seil ganz langsam. Ich rutsch nicht, ich halte mich fest. Okay, naja, du kannst dich da nicht festhalten. Das ist eine schräge Wand. Du kannst dich nur an dem Seil festhalten, also rutschst du da runter. Ja, aber so langsam, nicht dass ich mit einem Schwung da runterrutsche. Du versuchst langsam. Ja, ist okay. Aber du kommst trotzdem unten an, darum geht's mir. Das ist für mich wichtig, dass du hier unten landest. Und dann können wir nämlich schon mal das machen. Oh. Ihr dürft euch schon mal einwürfeln. Und dann reveal ich nämlich das hier. Wie viel Sicht hast du? Genug, um das zu sehen. Du siehst diese Aura? Das ist mein Licht. Ah, okay, gut. Weiter ist das Licht, sehe ich nicht. Ja, ja, alles gut. Deswegen decke ich nämlich den Rest eben mit auf, was du auch siehst. Ich verzichte jetzt mal so auf Kleinigkeiten. Ich mache das jetzt nicht rund, sondern eckig, deine Sicht. Da oben siehst du eigentlich nicht hin, aber das ist egal. Das gebe ich jetzt gerade dazu. Und, warte, genau, du rutschst runter und indem du runterhörst, hörst du schon das Gebrabbel von irgendwelchen Stimmen, also viele Stimmen auf einmal. Und dann siehst du einfach so einen Haufen, du hast erst gedacht, das wäre Ton, das sich aber plötzlich erhebt und diese schleimige, modrige Masse sich auf dich zubewegt und immer wieder siehst du, wie Münder aus ihm hervorploppen, etwas sagen und dann wieder in dieser Masse aus Schleim verschwinden. Alles klar. Auf Bilder! Ja, ich bin dabei. Ich nehme mal an, das sieht gefährlich aus und ich möchte eigentlich nur weg. Ja, alles klar. Und ich nehme das gerade so vor, der Mund ploppt auf und sagt, tschüss, und dann wieder weg. Ich bin weg gleich. So, ich würde sagen, die erste Runde machen wir beide alleine. Erstmal machst du mir einen Weisheitsrettungswurf, wenn du deinen Zug beginnst. Moment, ich hab noch nicht mal die Würfel, ich bin nicht so schnell betrunken und herzlich. Ja, das macht ja, ich bin am Laptop, der ist Okay. Meh. Ja, du darfst. Deine Aktion, du darfst machen, was du möchtest. Okay, ich kaste Thunderstep nach oben. Ich will da weg. Ja. Oh. Okay, ja, hier sind wir ja wieder hochkommen. Der kriegt übrigens Schaden, der ist innerhalb von 10 Fuß. Mhm. Okay. Bums. Da unten schlägt ein Blitz ein. Geil, mal dezent panisch. Wie war das mit Lautstärke? Monster, viele Münder. Nope. Weiß gar nicht, haben wir so ein Monster schon mal gesehen? Nö. Im Laufe des Dungeons? Nö. Nicht? Nö, das ist das erste Mal, dass ihr auf so ein Viech trifft. Nö, ich bin mir halt nicht sicher, weil wir haben ja schon so viel gefunden. Außerdem kriegt es gar keinen Schaden, weil ich es tatsächlich falsch hingesetzt habe. Das befindet sich nicht nämlich 15 Fuß um den Eingang tatsächlich. Achso, okay, dann kriegt es keinen Schaden. Ja, ich hatte es nur bewegt, weil ich Auren eingetragen hatte. Ich habe nämlich leider kein Missy, selbst sonst hätte ich das genommen. Ja. Ist egal, auf jeden Fall, ja. Ihr habt sowas noch nie gesehen und ihr hört nur die Beschreibung vieler Münder. Und jetzt wollt ihr mich fressen. Also ihr wisst nicht, was da unten ist und wie es aussieht.
Ich würde es so gut wie möglich ich okay, danke. Beschreiben. Ja, dann hörte die Beschreibung ein riesiger Schleimhaufen, der aus Mündern und Augen besteht. Hört sich widerwärtig an. Sollen wir einen anderen Weg nehmen? Kann man nicht ganz schnell. Ihr wollt da nicht mehr runter? Also, geht nicht. Also ich gehe bestimmt nicht mit einer Absicht darunter, irgendwas zu töten. Ihr wisst schon, dass wir früher oder später da runter müssen. Hab ich gesehen, dass es... Für mich sah es aus wie eine Sandkasse. Für dich? Naja, du hast schon gesehen, dass es... Ja, du hast in leere Gänge geguckt, die kein Ende zu nehmen schienen. Du hast keine Wände gesehen aus den Seiten. Das stimmt schon, aber das behauptet Galmar. Okay. Dass es für ihn aussah wie eine Sandkasse. Okay. Machen wir mal einen Actionwurf, bitte. Genau. Ja. Mhm. Ich glaube ihm einfach mal. Der Rest nicht. Okay, ihr dürft Insight würfeln dagegen. Ich glaube... Also, wer also. Möchte. Okay. Es hat keiner von euch den Wurf geschafft. Es hat einen hohen Wurf. Ihr musstet eine 22 gehabt, schlagen. Das ist doch gut. Boah. Das war das lang. Ey, ich bin Charisma sehr gut. Ich mach mal gerade aus Spaß. Okay. Das ist auch nicht geschafft. Trotzdem, da eventuell nochmal runter. Vielleicht sind dort Geheimtüren. Das kann natürlich sein, aber denkt an das Monster. Vielleicht gehen wir da später hin. Ja, wir haben ja sowieso da unten noch eine Tür. Und das ist die letzte Tür. Außerdem hatte ich auch nur einen kurzen Blick da unten. Ich war keine 6 Sekunden da. Bleiben wir in der Turnout, oder? So, Entschuldigung, hab ich vergessen auszumachen. Ich wollte nur wissen, weil wenn ihr runtergegangen wärt, hätte ich die Augen gelassen. Musa? Ja? Darf ich kurz das Seil haben? Ja. Gut. Ich würde gerne an meiner Position den Kletterhaken hier in den Boden einschlagen. Ja. Zwischen die Kupferplatten. Ist okay. Übrigens, Miriel, du hast einen anderen Wert auf plus 8. Also hier geht es gerade um Charisma. Achso. Und Insight ist nicht Charisma. Das ist Weisheit. Korrekt. Dass die Weisheit von Spielern nicht gleich der Weisheit des Charakters ist. Genau. Bei mir trifft das in jeder Sitzung vor. Ich dachte bei dir war das. Ihr verwechselt gerade Intelligenz mit Weisheit irgendwie. Danke, genau den Spruch wollte ich auch gerade sagen, aber ich dachte bei dir wäre es eher die Intelligenz. Aber egal. Mir trifft auf beides zu, das weiß ich selber. Zumindest ist es. Insgesamt. So, und ich muss mal gerade mit jemandem schnacken und verhauen und er schläft heute auf der Couch. Hä? Tja. Andere okay. Sache, man liest das Seil an den Kletterhaken und wirft das Seil runter. Nein. Oh Gott, sie kommt wirklich. Weiter links. Das ist eine Schwachstelle. Lauf weiter unten. Ah, nicht in den Hintern. Wichtige Betonung in den Hintern. Stand alert. Warte. Wir haben doch vorhin über den wichtigen Schließmuskel gesprochen. Ja. Können wir bitte weitermachen? Die ist gerade auf Klo. So. Ja, ich glaube, Marlies hat schon gesagt. Ja, Marlies bindet das Seil an den Kletterhaken fest und wirft das Seil da runter, damit wir dann schon mal das Seil zum Hochklettern haben. Ja. Ich dachte, wir gehen da jetzt nicht hin. Nein, das ist nur für den Fall, dass ihr später da noch hin wollt. Richtig. Können wir das Seil da nicht immer noch, falls wir das Seil brauchen? Also ich habe ganz andere Fragen. Wer sagt denn, dass so nichts ist, was im Seil hochklettern kann? Ja, ich... Können wir das Seil bitte nicht darunter hängen lassen? Ich würde es hochziehen und einfach liegen lassen. Wir lassen das Seil jetzt einfach hier oben liegen. Es kann ja befestigt bleiben. Und wir können es ja, wenn wir darunter gehen, dann runterwerfen. Einverstanden? Okay, aber ich lasse die Zeichnung jetzt trotzdem erstmal da. Damit ja, das ist okay. Die Zeichnung ist in Ordnung. So, du möchtest hier aufmachen, ne? Timo, bau bitte Seildiebe ein. Ja, natürlich. Schon geschehen. Das Seil am Ende noch da ist, wenn wir zurückgehen. Du weißt doch, Phase 1, Seil klauen. Phase 2, Phase 3, Profit.
klar. Werden wir nicht mit dem Seilstrang gut. Timo, du musst jetzt einen Seiler einbauen, der denkt dann, das ist ein neues Kind. Ja, ja, also ich habe gerade bewusst hinten erstmal aufgedeckt, weil... Alle, guckt mal, da ist was für euch. Ein Gegner, komm. Wait. Das sind Untote. Ich lese aber noch mal eben einmal schnell den Raum, wie die reagieren auf euch. Das ist Raum sowieso. Oh, ich muss mal ein Stück mal ein bisschen groß ziehen. Ich möchte mich. Ist das? Das ist das Mini-Mi. Also ich weiß, dass ich süß bin. Das musst du mir nicht sagen. Da. Jetzt kaste ich viel Juice auf dich. Ja, bitte. Okay. Initiative, die wollen euch fressen. Ich möchte die fressen. Und wie sieht der Raum an sich aus? Ja. Ja, tatsächlich. Sind das hier, befinden sich hier nur die Überreste eines Bergbaubetriebs. Ihr seht überall Spitzhacken, Hämmer auf dem Boden, abgenagte Knochen, zerrissene schwarze Roben und Gummistiefel. Gummistiefel. Sagen wir bitte, dass einer der coole Gummistiefel trägt. Nein, eine der Leichen trägt Gummistiefel. Oh. Und zwar scheint das eine Halbelfenleiche zu sein. Was euch später bei der Untersuchung auffallen wird, ist, dass der Schädel dieses Leichnam fehlt. Ich sag mal so, die Gummistiefel wären bei dem Kupferplattenraum gut gewesen, weil kein Damage von dem Strom. Deswegen denke ich, dass die Person was mit da oben zu tun hat. Vor okay. Kein Schädel. Ui, da ich darf anfangen. War ein Schädel. Oder das zweimal hintereinander. Das ist ja cool. Dann stellt er sich gleich hier hin. Nom 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 nom. Der Mimi verloren. Der Mimi verloren. Mimi ist noch auf Klo. Nee, Mimi hat sich gerade wieder hingesetzt. Nee. Mimis Token auf der Map ist irgendwo wieder an der Wand. Ach so, hab ich ihn wieder raus. Okay, Geimer, du hast eine Rüstungsklasse von sowieso, da treffe ich dich mit. Ist sie noch 16 aktuell im Moment? Ja, ich würde meine Reaktion benutzen und die Rüstungsklasse um 3 erhöhen. Ich treffe dich. Okay, vor mir erscheinen wieder diese Drachen. Ja, genau. Drachenflügel. Sie nehmen 13 Slashing Damage. Alter. Und du musst mir bitte einen Konstitutionsrettungswurf machen. Hast du geschafft. Super. Dann geht der andere hier hin, wupp, und denkt sich... Hi. Yum. Oh, ich werfe ein Doppel-1, das ist doch schön. Kiran. Okay. Die gute alte Leier. Ich würde mal Hunters Mark, und zwar den vor Galmar. Jawohl. Weil ich auch nicht möchte, dass unser armer kleiner Zwerg stirbt. Und Moment, 1, 2 und 3. Und dann schieße ich dem Timer ins Gesicht. Mhm. Oh, und dann schieße ich ihm sowas voll ins Gesicht. Oh, das sind 27, 38, 42. Easy. Ja, beschreibt den Tod gerne. Ja, ich schieße ihn wirklich einfach genau oben in die Schädeldecke rein. Genau, da gibt ein Pfeil, es macht einfach nur so ein Such. Und der Ghoul, seine Zunge gerade noch so richtig am Lächsten, hat seine Klauen, nachdem er sie in Galmer reingekommen hat, gerade rausgezogen, dann macht das einfach so Such. Dann guckt der Ghoul noch einfach kurz verdottert nach Galmer, realisiert in dem Moment, dass er schon wieder tot ist. Und fällt einfach nach hinten weg und bleibt liegen. Gut, dann würde ich den anderen Ghoul abschießen. Ich kann leider meinen Huntersmark nicht mehr verschieben, weil ich schon eine Bonusaktion dafür verwendet habe. Mhm. Aber ich kann meinen Dreadful Strikes nochmal nutzen, weil das ein anderer Gegner ist. Ja. Piu. Auch das ist ein Treffer. Das tötet aber nicht. Das habe ich mir gedacht. Das wäre mein Zug. Gut, Geimer. Ich muss mir ganz kurz was durchlesen. Ich bin da gerade dabei. Ja. Ja, das klingt doch toll. Ich stelle mich mal kurz so und dann muss ich mal kurz was messen.
zum kurzen Messen nutze ich jetzt das andere, das geht schneller. Ja. Ich da ja fummelig rumdrehe. Das ist für kurze Messen ist für kurzes Messen ist das okay. Für Sachen, die dauerhaft da bleiben, ist das. Ich sehe schon mal nicht, das passt, dann caste ich das. Ich caste Wyrm's Binding Eyes. Ja. Wyrm's Binding Eyes, die machen einen Geschicklichkeit. Konstitutionsrettungswurf, ja. Ja. Genau, Consave, der hat ihn geschafft, der hat ihn nicht geschafft. Jetzt muss ich gucken, interessiert die. Ja, okay. Der Schaden ist so viel. Der vordere tatsächlich hat ihn nicht geschafft. Der stirbt sofort. Schade. Der hintere hat ihn geschafft. Die vor uns steht immer noch da. Ist jetzt eine Eiskulptur. Nein, ist er nicht. Das ist tatsächlich nicht so. Das ist nicht das, wie der Zauber funktioniert. Ja, aber sie werden ja eingefroren quasi. Ihre Füße werden nur festgehalten vom Eis. Hm. Er ist am Boden, sind jetzt einfach zwei abgebrochene Poolfüße. Wenn die überhaupt Füße haben. Okay, da halb so viel Schaden, danke, das wollte ich halt eben. Genau, wir sind schon halb. Es ist ja, wenn Übersetzungen gemacht werden, ich kenne das selber, dann wird das halt immer, ist das manchmal echt scheiße zu finden. Weil es auch manchmal an komische Stellen rutscht. Okay. Hm. Das war's? Das war meine Aktion. Ja, dein User. Achso, ja. Jo. Ich sag ihm Hallo. Mhm. Und greif ihn zweimal an. Wird reckless. Ja. Geimer, du müsstest mir übrigens, ganz vergessen, du hättest mir noch eben einen Konstitutionsrettungswurf zu Beginn deines Zuges machen müssen. Oh, okay. Danke. Du greifst zweimal an und das Reckless. Das sind 18. Oh, der ist tot. Easy going. Komm einfach so um die Ecke und dann wird der Kopf einfach abgeschlagen. Ja, im Vorbeilaufen wird mit dem ersten Schnitt so ein bisschen die Nackenmuskulatur gelockert und mit dem zweiten dann einfach mit der Rückhand von hinten noch die hintere Hälfte durchtrennt. Genau. Da liegen zwei Hälften. Muss ich den Rettungswurf nochmal machen? Was denn? Muss ich den nochmal machen, den Rettungswurf? Nö, du musstest den gerade zu Beginn deines Zuges machen. Oh. Nö, das weißt du nicht. Also warum der eine war, kann ich mir denken. Ja, und der andere der weißt du nicht. Der wollte mich bestimmt leben. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Ich glaube, Gule kennt jeder und Gule machen ungefähr dasselbe. Mhm. Deswegen vermute ich, das kann ich wissen. Gut, ja. Was macht ihr hier weiter? Also Mirza, du kannst halt schon mal, ich decke schon mal weiter den Raum auf, weil dass du das sehen kannst hier hinten. Hier hinten geht's weiter. Ja. Und das hier hinten. Du kannst hier hinten übrigens durchsehen, da ist eine Kupferader. Wo? Ja, nach hinten in den Raum rein. Genau, jetzt stehst du vor der Kupferader. So ein bisschen. Ich? Also die ist nach unten geht die halt, ne? Und hier hinten geht die auch weiter. Ich will was Lustiges machen. Mhm. Ich hole meine Spitzhacke raus und schlag da zweimal gegen. Ja. Ich möchte mich einmal wie ein Arbeiter fühlen. Okay. Machst du. Wer möchte sonst noch was machen? Ich. Sind da jetzt wirklich abgebrochene Füße? Ja. Wenn die alle vorgehen, möchte ich einen der Füße einstecken. Okay. Lecker. Ich hänge mir den halt hinten an den Gürtel. Nimmel? Mhm. Aus dem Fight jetzt und von vorhin von dem Fleischkolos und so, wie viele Pfeile habe ich eigentlich zurückbekommen? Ist einer davon daneben gegangen? Ich glaube nicht. Ne, dann hast du die erstmal soweit alle wieder. Okay. Ja, die Einser sind halt keine Einser mehr. Ja. Ich würde mal den Leichnam durchsuchen wollen. Ja, bis auf die Gummistiefel ist da nichts bei. Ich steck erstmal die Gummistiefel ein. Und wie gesagt, und es, ihr Kopf fehlt. Ich würde beim Kopf ganz gerne mal gucken, als ob da irgendwelche Kratz
Spuren oder Kerben dran sind von, weiß ich nicht, ob der abgeschlagen worden ist. Mach einen Medicine-Check. Schwer zu sagen. Dafür ist die Leiche zu alt. Möchtet ihr sonst noch etwas machen? Auf mich casten. Und ich will ein Kupferstück raushaben. Ja, kannst du machen. Dauert aber eine Weile. Also, da musst du schon 10, 20 Minuten mindestens für ein kleines Stück drauf kloppen. Das ist nicht so, dass man klopft und dann geht fällt das raus. Also, das ist schon harte, schweißtreibende Arbeit. Kieselsteinchen so nach dem Motto. Du kannst ein bisschen Staub rauspulen, ja, aber das war's dann auch schon. Ein bisschen Kupferstaub. Nee, gar keinen Bock. Okay. Weil ich würde sonst, glaube ich, hier so langsam anfangen zu sagen, dass wir vielleicht einen Cut setzen können. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Weil wir haben es 10:30. Vielleicht noch den Raum unten, sonst vergessen wir das mit dem Seil, weil das schon angefangen auch zu decken ist. Wir wissen doch, dass da ein Seil ist. Es ist doch extra sogar Seil dran geschrieben worden. Und das kann man jetzt gemein da reinstellen. Weil die Sache ist, die ist, klar könnt ihr sagen, wir gehen auch runter, aber dann haben wir da auf jeden Fall noch den Encounter. Den würde ich gerne in der nächsten Sitzung machen. Dann kann man den gemein da reinschreiben. Hier geht das Seil runter. Seil runter zum... Nee, einfach Seil runter, das reicht. Das reicht ja. Es reicht ja einfach, das Seil benutzen. Super, weil das ist nämlich, ich glaube, eine sehr schöne Möglichkeit hier zu wenden. Und ich muss mir echt noch überlegen, wie ich das mit meinem zweiten Bildschirm hier wieder hinkriege, weil er einfach nicht mehr aktualisiert. Er aktualisiert schon wieder nicht, wenn ich was aufdecke. Das gefällt mir nicht. Ich hatte das mal irgendwie hingekriegt, dass das klappt. Vielleicht klappt es, wenn du einen anderen Browser benutzt? Habe ich schon probiert, klappt nicht. Okay. Unsere Sachen, die Kreise... Du hast überall die Punkte stehen im Spiel. Ja, das ist von euch. Das ist von eurem Messen und alles. Hä? Die bleiben da irgendwie manchmal stehen. Das ist da genau das, was ich meinte. Das ist bei dem Messtool. Darum, es buggt halt immer rum. Man muss halt dann nochmal was messen und dann ist es plötzlich, dann ist man wieder weg. Nicht. Es ist halt voll nervig. Oh, ist aber seit den letzten Updates von Route 20 ist es ziemlich verbuggt. Ja, es ist eben genau. Das ist halt eben... Es geht ja. Ich find's nicht so schlimm. Es ist schon ein bisschen nervig. Also wenn da überall so 15, 10, 45 und überall weiße Punkte sind, würde mich das auch nerven. Gut, für mich als DM ist es halt manchmal ein bisschen nicht so, dass ich das sehe, weil ich habe sowieso ständig alle möglichen Zahlen und Punkte auf irgendwelchen Layern. Aber das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn du so anstatt jetzt zum Beispiel Raum 82 einfach Raum 45 vorliest. Nee, das kann nicht nach hinten losgehen, dafür sehen die einfach zu anders aus. Mir ist mal was aufgefallen, wenn... Bei World 20 in der DM-Sicht. Wenn man jetzt irgendwas in der GM-Sicht hinter einem Token hat, wird der Token leicht durchsichtig. Ja, ja. Das ist neu, oder? Nö. Also was ich euch mal zeigen kann, seht ihr, weil, guckt mal, Leute. So sehen meine Zahlen aus. Ah. Ja, das kann ich ja. Ja, das sieht man. So. 7C. Nur mal so als Info. So, zack, wieder weg damit. Und die DMs freuen sich immer, wenn wir uns genau da drauf stellen. Ihr schafft das auch jedes Mal. Ich verschiebe die schon immer knapp außerhalb des Raums. Ha, ich habe mich schon weggeschoben. Ha, nicht geschafft. Der ist bestimmt irgendwo hier. Ist er. Ich werde nicht sagen, ob du ihn triffst oder nicht. Weil man ihn im Stream auch nicht sieht. Haha! Ausgetrickst! Okay. Ist ja auch nicht. Ich schau mal eben erstmal, was für mich jetzt gerade viel wichtiger ist. Ich muss mir mal eben einen neuen Tab hier aufmachen. Kann ich euch wohin schicken? Ich renn Miriel einfach über. Wer ist denn alles gerade so da? Die Kamikaze und dann Joe. Jetzt ist doch schön. Dann machen wir das.
So, ich würde gerne wait. Das funktioniert schon. Du hast übrigens den Stream-Titel gar nicht aktualisiert. Hab ich nicht? Ich hab doch drauf gedrückt. Dass das keiner sagt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab das gerade gesehen. Bevor du aber waitest. Du weißt, was kommt. Ja. Der zweite Reim diese Sitzung. Auf meinem scheiß Streamdeck funktioniert das Wait wieder nicht. Der Stream-Titel. Waterdeep Dungeon. Ja, hat er jetzt geändert. Ja, jetzt ich hatte vorhin drauf gedrückt, aber keine Ahnung. Ich finde es okay, dass der Pfff ist. Ich wollte gerade sagen. The Mad Mage. Waterdeep The Mad Mage. Was? Oh Mann, wieso ist, was ist denn das schon wieder für eine Kacke hier? Waterdeep. Meine scheiß Tastatur. Ja, genau, das ist super. Ey, das ist aber auch meine Tastatur, ist auch für den Arsch. Meine Leertaste ist auch kaputt, die funktioniert nicht mehr richtig. Ich habe ganz oft Nachrichten geschrieben, wo halt kein Leerzeichen drin ist. Oh. Am Arsch. Egal. Ja. Wir raiden. Ich stecke euch da hin und wenn die fertig sein sollten, sind sie halt fertig, ist mir das auch egal. Die haben jetzt Pech, die haben jetzt einen Raid von uns. Ob sie wollen oder nicht. Viel Spaß.